Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein sehr, sehr langes Aufgebraucht-Video für dich. Also wenn du Bock auf einen ziemlich langen Podcast hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ein bisschen vergessen, letzten Monat mein Aufgebraucht-Video zu drehen. Dementsprechend ist es jetzt echt krass viel geworden. Aber naja, vielleicht hast du jetzt ja gerade Bock, dir so ein langes Video reinzuziehen. Ansonsten hättest du wahrscheinlich nicht draufgeklickt. Genau, nimm es einfach wie einen Podcast. Ich liebe Aufgebraucht-Videos. Das sind einfach die ehrlichsten Videos, die YouTuber machen können, würde ich mal so sagen. Weil das sind halt Produkte, die halt komplett leer sind, die von A bis Z aufgebraucht worden sind. Produkte, die ich während der Benutzungsdauerzeit ganz furchtbar fand, habe ich aussortiert. Und die sind nicht in diesem Video zu finden. Natürlich sind hier auch Produkte mit dabei, die ich nicht ganz so prickelnd fand, aber trotzdem dann zu Ende benutzt habe. Meine Flops findet ihr in meinem Flop-Video. Ne? Das ist mein Aussortiert-Video. Das kommt meistens nochmal eine Woche vor diesem Video, das heißt, es ist auch schon online gekommen. Ja, wie gesagt, es ist relativ viel. Ich habe das so nach Kategorien gemacht und versuche mich jetzt von Kopf bis Fuß ein bisschen durchzuarbeiten. Hier wird es ziemlich viele Rabattcodes geben und ja, weil ich ja natürlich Kooperationen mit meinen Kooperationspartnern habe, wo ich die Produkte ja nicht nur in die Kamera zeige, um sie euch zu zeigen, sondern um sie auch zu verwenden, ne? Das ist wichtig. Okay, Kopf bis Fuß. Das heißt, wir starten mit den Haaren. Und da habe ich hier das erste Produkt. Das ist ein Shampoo von My New Hair. Hatte ich in einer Box mit drin. Das Keratin-Shampoo Kraft und Pflege. Habe ich aufgebraucht, fand ich okay. Das Einzige, was mich bei dem hier so ein bisschen gestört hat, also ich fand es nicht nur okay, ich fand es sogar richtig gut, was mich gestört hat, ist halt dieses Ding hier. Ich mag es nicht, wenn ich das Shampoo verwende, dass ich dann hier so ein Prümpelvieh habe und ich dann in der Dusche stehe und nicht weiß, wohin mit dem Deckel. Natürlich, ich habe eine Ablage und so, ne? Aber das fand ich schon blöd. Dann hatte sich halt im Laufe der Zeit auch dieser... wie nennt sich das denn, dieses Ding? Sammy, weißt du das, wie das heißt? Weiß ich nicht. Dieses Reduzierstück, ne? Dieses Vieh, hat sich dann auch noch gelöst, steckte dann im Deckel fest. Jetzt gerade ist es wieder rausgekommen, was ich gerade sehr interessant finde. Und naja, aber es hat meine Haare gepflegt. Es hat schön gepflegt, tatsächlich. Also mir hat es gut gefallen. Ich weiß nicht, ist ein Alu-Deckel, ne? Das heißt, der, also ich habe das meistens dann halt auch so ein bisschen, dass ich dann in meinem Aufgebraucht-Video das Ganze separiere. Der kommt dann ja normal in den Restmüll. Und ja, jetzt hat sich hier diese Öffnung gelöst. Mann. Entschuldigung. Manchmal raste ich ein bisschen aus. Okay, so. Als nächstes habe ich hier ein Produkt, das war zum Aufsprühen. Ich glaube, das war in der Goodiebox mit drin. Lavish Care Rescue Me Leave-In Conditioner. Der ist mit Aloe Vera, Provitamin B5 und Antioxidantien. Das war auch ein Produkt, was ich gut fand. Ich persönlich bevorzuge jedoch die Sprühkuren von Glisskur. Die finde ich noch ein Stück weit mehr pflegend, wobei das hier vom Duft mich sehr an so ein richtiges Friseurprodukt erinnert hat. Ich habe das halt so gemacht, nachdem ich meine Haare ganz normal gewaschen und Handtuch getrocknet habe, habe ich mir das in die Längen gegeben, um besser durch meine Haare durchzukämmen können, weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall auch seinen Dienst erfüllt, also ich bin halt gut durch meine Haare durchgekommen, aber naja, also ich würde mir tatsächlich, wenn ich mir eins nachkaufen würde, das... also die Produkte von Glisskur wieder kaufen. Ne? Die finde ich halt auch einfach besser. Und ich glaube, die sind sogar auch ein ganzes Stück günstiger. Ne? Aber es war okay. Duft fand ich auch sehr schön. Das hat mir gut gefallen. Aber ja, es gibt halt bessere. Irgendwie muss ich das hier noch mit meinem gelben Sack etwas schicker regeln. Aber ich wollte das Video ungeschnitten lassen. Dann habe ich hier ein Produkt aufgebraucht von Shu Uemura. Urban Moisture Hydro Nourishing Conditioner für trockenes Haar. Auch das wieder sehr schöner Friseurduft. War das ultimativ pflegend? Lass ich mal so im Raum stehen. Also nicht unbedingt, nö. Ich glaube, das hatte ich sogar in der Glossybox mit dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung. Ich kann mich nicht bei jedem Produkt erinnern, ne? Aber naja, das war ganz okay. Hat mich aber nicht vom Hocker gehauen. Ist auch super teuer. Würde ich mir nicht nachkaufen, tatsächlich. Ein Produkt, was ich tatsächlich sehr, sehr gut fand und was in der Box mit dabei war, ist von Head & Shoulders das Supreme Feuchtigkeit Spülung Ding mit Argan und Kokosnussöl. Ich mag nicht so gerne Kokos. Als Duft, so, ne, wenn ich, also ich esse Kokos, aber ich mag es nicht gerne als Duft in Pflegeprodukten drin zum Beispiel. Und gerade so eine Spülung bleibt meistens vom Duft ja auch ein bisschen länger in den Haaren drin.
Das war aber in Ordnung. Also da hat mir der Duft gefallen, das fand ich nicht schlimm. Und ja, es hat mir auch wirklich viel gegeben. Habe ich das Shampoo auch dazu aufgebraucht? Nee, noch nicht. Das Problem ist bei mir halt, dass ich mehrere trockene Stellen auf der Kopfhaut habe. Das kommt tatsächlich leider nicht davon, sorry, das haben mir viele in die Kommentare geschrieben, aber davon kommt es nicht, dass ich meine Haare ja jeden Tag wasche, sondern es kommt mehr so durch hormonelle Geschichten bei mir. Und ja, deswegen, ne, da muss ich halt anderweitig nachhelfen. Da hilft leider nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, ich meine Haare halt nicht mehr täglich wasche. Naja, auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Ich hatte mir erhofft, tatsächlich dadurch weniger Schuppen zu haben, aber da ich eine Spülung eh nicht auf die Kopfhaut gebe, war es Tinnef. Ja, aber es hat meinen Haaren Feuchtigkeit und Glanz gegeben, das fand ich toll. So, dann kommen wir zu einem Produkt, was ich vom Duft her so geil fand. Ich weiß gar nicht, von wem habe ich das denn? Oder hatte ich das selber im Banana, ach Quatsch, im Banana Beauty Adventskalender von wegen. Im The Body Shop Adventskalender hatte ich das mit drin. Leute, bald ist es so wieder soweit und ich packe die ganzen Adventskalender aus. Yay, ich freue mich schon wieder drauf, mir meine Mütze anzuziehen und Santa Claudia zu sein. Das ist so geil. Auf jeden Fall haben die ja auch Shampoo, Conditioner und so weiter. Und hier ist ein Conditioner von The Body Shop. Den mochte ich gerne für normales bis trockenes Haar. War ein ganz, ganz toller Duft. Und ich finde schon, dass es auch ein Stück weit Pflege in die Haare gegeben hat. Würde ich mir das in groß nachkaufen? Vielleicht. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal in groß, weil ich den Duft halt sehr gerne mag. Das Problem ist nur, dass dieser Duft halt sehr, sehr intensiv ist und es durchaus passieren kann, dass ich den Duft irgendwann leid bin. Müssen wir aber mal gucken. Ich persönlich fand es eigentlich ganz cool und ja, fand auch ganz toll, selbst wenn das nur so eine kleine Größe von 60 Millilitern ist, dass du hier so ein Auf... Oh, das liebe ich, ne? Wenn Tuben so gestaltet sind, dass man sie so hochklappen kann und dann kein Fusseldeckel hat, stehe ich drauf. Dann haben die direkt schon mal Pluspunkte bei mir gesammelt. Dann habe ich ein Shampoo von Marion mal bekommen, im Trash oder im Tausch, weiß ich gar nicht, von Luvos Heilerde, das Shampoo mit ultrafeiner Heilerde, reinigt mit und so weiter, reinigt, mild und enthält die erhält die natürliche Balance der Kopfhaut ohne Silikone. Das fand ich richtig toll. Diese kleinen Größen von Shampoos verwende ich nämlich gerne dienstags und freitags, weil ich da dann auch Haarkuren verwende. Und da gibt es dann halt auch für mich die extra Portion Pflege. Und da habe ich das angewandt und das tat meiner Kopfhaut richtig gut. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ich habe auch von YesStyle so ein Vieh in der, also ich habe so ein Geburtstagspaket von denen bekommen. Die sind nämlich 15 Jahre alt geworden. Und da habe ich so ein so eine Bürste in dem Paket mit drin gehabt, was du nehmen kannst, um zum Beispiel Haarkuren einzuarbeiten. Ich verwende das aber super gerne, um mir halt Shampoo richtig toll einzuarbeiten. Die benutze ich auch immer dienstags und freitags für eine richtig schöne Tiefenreinigung der Kopfhaut zur Pflege. Trink dir was, Claudia. Zur Pflege meiner trockenen Stellen. Übrigens habe ich hier einen Tee in einer Tasse von Danny Pelletier und das war ein Reim und ich sage Prost. Das ist ein Micro-Drink, genau, weil der ist, der war eben noch warm, als ich hier alles aufgebaut habe. Jetzt ist er mittlerweile handwarm, sage ich mal. Sehr lecker, zu Waterdrop und den Micro-Drinks und den Micro-Tees kommen wir noch. Das ist ein Micro-Tee und kein Micro-Drink. Trinken. Ich habe mich gerade an meiner eigenen Rederei verschluckt. Manchmal kommt das, ne? So, danke. ja, genau. Fand ich auf jeden Fall total klasse und kann ich sehr empfehlen. Auch in Kombination mit diesem Tool. Ich guck mal, müsste ich euch verlinkt bekommen, denn ich habe letztens erst das Video von YesStyle hochgeladen. Da habe ich mir nämlich auch die Links dazu rausgesucht. Auch von der Marke Brave New Hair oder My New Hair. Brave New Hair ist das jetzt hier, okay, habe ich hier die Keratin-Maske. Auch die war mal in einer Box mit drin und ich habe mir sogar hier drauf geschrieben, extrem gut. Die, ne, ja, fand ich halt extrem gut, hat mir sehr gut gefallen. Ich mag den Duft, ich mag die Pflegewirkung, ich mag es, wie die Haare danach sind, dass sie gepflegt sind, dass sie so glänzen und, ne, jetzt habe ich gerade nicht die Kur drin, aber trotzdem packe ich mir in die Haare, läuft bei mir. Fand ich klasse, hat mir richtig gut gefallen und dieser Duft ist einfach himmlisch. Ja. Keratin, ne? Mag ich gerne offensichtlich. Wusste ich nicht, dass ich das so gerne mag. Aber das ist so samtig, ne? Finde ich klasse. Dann habe ich hier von Sisley das Hair Ritual.
Was genau war das? Ein Volumizing-Shampoo, Hair and Scalp Care. Da habe ich draufgeschrieben, dass ich das ganz, ganz toll fand. Ich glaube, das hatte ich in der Beauty.at-Box drin. Das ist eine sehr, sehr kleine Größe von 15 Millilitern. Hat bei mir für 2 Anwendungen gereicht. Aber ich fand es klasse. Würde ich mir das nachkaufen? Nein, aufgrund des Preises nicht. Also ich bin jetzt auch kein Fan davon, Balea-Shampoos zu verwenden. Also so super günstige Sachen, weil die bei mir sehr, sehr stark nachfettend sind. Tatsächlich, selbst wenn ich mich jeden Tag dusche. Ne? Das ist echt krass. Und ich die einfach von der Pflegewirkung her nicht so gerne mag. So ein gesundes Mittelding, das ist so meine Welt, ne? So, dann habe ich hier verwendet, das war auch irgendwo, Blissinbox wahrscheinlich, Volu Shampoo, das ist von Davin, 75 Milliliter waren hier drin. Ja, das war okay, hat mich nicht vom Hocker gehauen, war wieder auch mit diesem typischen Friseurduft, war ein toller Öffner, ne? Das ist auch wieder toll. Ja, und halt typischer Friseurduft. Ich mag das einfach ganz gerne, wenn Shampoos so riechen. Ich mag das aber auch gerne, wenn es nach Banane riecht oder blumig, ne? Da bin ich ja sehr bunt gemischt in meinen Geschmacks- und Geruchsfreundschaften. Invisi Bubbles habe ich leer gemacht. Genau, denn normalerweise trage ich ja, sehr häufig trage ich meine Haare in einem Bommel. Dann nehme ich Invisi Bubbles. Die halten bei mir am längsten. Das heißt, sie gehen am langsamsten kaputt. Ich habe auch schon Invisi Bubbles Nachmachenprodukte verwendet. Die leiern mir viel zu schnell aus und dann mache ich das immer gerne, dass ich den Invisi-Bubble nehme, wenn er dann zu sehr ausgeleiert ist, ne, dass ich dann zum Beispiel der hier. Der kommt heute Abend nämlich in genau so ein Bad rein. Der kommt dann in heißes Wasser, dann kommt er danach direkt wieder in kaltes Wasser, dann wieder in das heiße Wasser, dann wieder in das kalte Wasser. Und man kann es direkt sehen, der zieht sich dann so richtig wieder zusammen und kommt in seine Originalposition zurück. Das kann man so ein paar Mal mit den Produkten machen und dann reißen die halt irgendwann. Ne? Aber bei den Invisi-Bubble Originalprodukten funktioniert das mit am besten. Bei den anderen, die ich schon probiert habe, sind die halt schon teilweise gerissen, bevor ich überhaupt erst dazu die wieder zusammen klein, wie auch immer, hingekriegt habe. Ne? Fand ich klasse, finde ich toll. Habe ich das von irgendwem bekommen? Von Karin. Von Karin habe ich das mal irgendwann bekommen. Ja, genau, Karin L. Die ist eine der ersten, die mir auf YouTube... Ich glaube, das ist die erste... Und nee, Karin hat, glaube ich, damals mal meinen ersten selbstgebastelten Adventskalender gewonnen, glaube ich. Ne? Ja, auch das hier hatte ich von Karin mal bekommen. Da waren auch Invisi-Bubbles drin. Die sind auch leer gegangen. Genau. Ja, und jetzt halt so zur Sommerzeit trage ich halt super oft meine Haare zusammen, weil es ansonsten viel zu warm ist. Ne? Es ist einfach viel mit Haaren manchmal. So, das Produkt habe ich auch verwendet. Und dann ist meine Haarbox auch schon leer. Yay. Genau, ich habe nämlich meine Glossyboxen immer als Aufbewahrungsboxen. Von Mikura habe ich die Hair Steam Mask verwendet. Und ja, das ist halt so eine Einmalanwendung. Ne? Du machst das halt in die Haare rein. Also, du wäschst dir deine Haare ganz normal, trocknest die mit dem Handtuch und dann machst du dir die Haarmaske rein. Lässt sie 10 Minuten drauf. Ich habe mir, also bei Masken schreibe ich das meistens, weil eine Anwendung, da merkt man sich das nicht so ultimativ. Seidige, gepflegte Haare, fancy Look. Da habe ich eine Insta-Story zugemacht. Also das sah halt super witzig aus, wenn du mit so einem Turban auf dem Kopf durch die Gegend rennst. Falls du mir noch nicht auf Insta folgen solltest, AIDUAP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Ich würde mich mega freuen, wenn du mich da verfolgen würdest, denn da poste ich auch gerne einfach mal so ein paar Dinge aus meinem Alltag und kann auch ein bisschen aktueller manche Sachen teilen, wenn irgendwo Rabattcodes oder so gerade abgehen, ne? Oder eine geile Aktion, dass man sich irgendwas günstiger holen kann. Folgt mir da ganz einfach und lass dich berieseln und wie Nini Pi immer sagt, denk daran, Peter Zwegert ebenfalls zu deiner Abo-Liste hinzuzufügen, damit du auch so ein bisschen diesen Ausgleich hast. Das ist schon fancy. Okay, leider hat man hier nur eine Einmalanwendung von und dafür hast du halt relativ viel Müll. Also du hast nicht nur dieses Produkt, sondern halt auch die Maske an sich. Ist bei Tuchmasken ja genau das gleiche, aber trotzdem. Das hat mich halt so ein bisschen nachdenklich gestimmt und ja. Ist halt auch ziemlich teuer, ne? Muss man halt für sich selber entscheiden. Ich persönlich finde das für mal ganz okay. Ich finde es aber auch ziemlich umständlich. Meistens mache ich mir die dann rein, wenn ich sowieso halt meinen Haarmaskentag habe, dienstags oder freitags. Das heißt, es ist auch der Tag, wo ich meinen Körper und mein Gesicht peele. Dann hat man da die 10 Minuten eigentlich ganz gut überbrückt. Im Winter ist es manchmal ein bisschen kalt, weil wir so eine offene Dusche haben und ist dann doch manchmal ein bisschen frisch. Aber das kriegt man schon hin, ne? Die 10 Minuten kriegt man wohl überbrückt. So, soviel zu den Haaren. Jetzt gehen wir weiter zum Gesicht. Ja, das Gesicht. Da passiert immer so einiges bei mir.
Ja, das ist eigentlich so ein Zwischending. Ich habe es erst fürs Gesicht verwendet und dann habe ich gemerkt, dass es fürs Gesicht nicht funktioniert. Und dann habe ich das für meine Hoopies verwendet. Ja, denn ich habe schon das ein oder andere Influencer-Markenprodukt getestet. Und da habe ich auch Juno und mir getestet, halt auf eigene Kosten, ne? Aber ich habe es getestet und da habe ich halt herausgefunden, dass es echt cool ist, wenn man, bevor man sich die normale Bodylotion drauf macht, dass man sich vorher so ein Serum auf die Hoopies macht. Die werden dadurch echt schön, Leute. Also, sie wachsen dadurch leider nicht. Es wären Träumchen, aber das tun sie nicht. Das rede ich hier. Egal. Aber sie werden halt wirklich geschmeidig und du pflegst ja auch dein Dekolleté, du pflegst deinen Hals dann auch mit. Und das ist ja auch immer so eine Zone, wo gerne im Alter irgendwann mal Falten kommen. So, da wirkt man präventiv entgegen. Und dieses Serum von I+M habe ich, das ist nämlich das Age Plus Lifting Boost Serum, habe ich erst im Gesicht verwendet und das hat mir nicht gefallen. Es hat irgendwie ungefähr keine Pflegewirkung gegeben. Und ja, deswegen habe ich das dann umfunktioniert zu meinem Hoopie-Serum. Ja, war ganz gut. Also da muss ich sagen, hat seinen Dienst getan. Und in 20 Jahren können wir dann sehen, ob diese ganze Anti-Age-Pflege-Geschichte, die ich mir so jeden Tag drauf knalle, wirklich was bringt. Ich hoffe es. Ne? Aber das ist auf jeden Fall leer geworden. Fand ich ganz cool. Ja, dann habe ich hier noch etwas leer gemacht. Das habe ich von der lieben Marie mal geschenkt bekommen von Bella Via. Happy New You. Also es scheint irgendwie auch so eine Instagram-Marke zu sein. Habe ich noch nie was von gehört, muss ich gestehen. Vanilla Cleanse Face Wash. Das ist einfach eine Gesichtsreinigung. Ich mache Double Cleansing. Erst verwende ich einen Abschminkbalm, um mein Gesicht halt so vorab zu reinigen, meine Mascara runterzunehmen, meine Augenbrauen. Und wenn ich einen Liquid Lipstick oder einen krassen Lippenstift drauf habe, dass man das schon mal vorab löst. Denn sowas bricht das Make-up dann ganz gut auf. Aktuell habe ich auch den von Yepoda in Anwendung, den ich richtig gut finde. The Calm Balm, ein Traum. Ich sag euch das, Leute. Ich habe aber gleich noch einen anderen, den ich auch nochmal getestet habe. Und wenn meiner von Yepoda leer ist, dann werde ich danach auch nochmal einen sehr, sehr günstigen mal testen, den ich mir bei Niche Beauty bestellt habe. Einfach um mal so ein bisschen diese Unterschiede kennenzulernen. Auf jeden Fall fand ich das okay. Das hatte einen sehr penetranten Vanilleduft. Ne? Also das darf man halt nicht vergessen. Ist schön tatsächlich. Also es gefällt mir eigentlich schon. Aber zu sehr muss ich das dann eigentlich auch nicht haben. Das heißt, ich könnte mir jetzt nicht die komplette Reihe davon reinziehen mit Gesichtsreinigung, Serum, Gesichtscreme und so weiter und dann einfach riechen wie Vanille-Eis quasi. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt haben, aber es war ganz schön. Doch, hat mir gefallen, hat meine Haut nicht gereizt. Es war recht mild auch im Gesicht, was ich immer sehr begrüßenswert finde. So, jetzt komme ich erstmal zu den Produkten von Beauty Mates, denn da habe ich einiges leer gemacht. Das möchte ich euch jetzt zwischenzeitlich zeigen. Ist ein Kooperationspartner, ne? Deswegen habe ich da auch einen Code. Das ist ein Affiliate-Code. Claudis Welt gibt dir 20% Rabatt auf alles. Schau da auf jeden Fall mal gerne vorbei. Es gibt so viele Produkte dort, die du auf unterschiedlichste Arten und Weisen miteinander untereinander kombinieren kannst. Da lass dich am besten in den Produktberater beraten, damit du herausfindest, was da am besten zu dir passt. Ganz witzig auch mal zu schauen, ist zum Beispiel dieser KI, künstliche Intelligenz, Gedönsen. Das heißt, du machst ein Foto von deinem Gesicht und dann wird das analysiert. Ziemlich witzig, muss ich wirklich sagen, habe ich auch schon gemacht. Und ja, ich habe verschiedene Produkte ausprobiert, ja. Und darüber rede ich jetzt. Genau. Zuallererst nehmen wir uns mal die Basis vor. Das ist die Hyaluron Cream Lift, die 24 Stunden Intensivpflege für trockene Haut. Da gibt es auch noch eine Variante vor, die hat einen blauen Deckel. Die habe ich jetzt mittlerweile in Anwendung, weil ich gemerkt habe, dass die so pflegend ist und dass die so ausreichend reichhaltig ist, dass ich tatsächlich auch in Anführungsstrichen nur die Pflege für normale Haut brauche. Ich habe eine trockene, sensible Haut eigentlich. Aber mir reicht tatsächlich, und das finde ich echt verwunderlich, und ich glaube, das liegt auch ein Stück weit daran, dass die Hautpflege meine Haut verbessert hat, mir reicht die blaue Variante. Finde ich cool. Und ja, das ist mit Ceramiden, das ist mit Ziza und hast du nicht gesehen. Und hier hast du natürlich auch noch so Lifting-Effekt mit dabei. Du hast in den ganzen Produkten von Beauty Mates keine Rotzepampe drin. Und das finde ich immer sehr charmant. Und deswegen arbeite ich auch so gerne mit denen zusammen. Weil du, also ich kann mich drauf verlassen, vegan, tierversuchsfrei und kein Kram, was ich nicht in meinem Gesicht haben möchte. Ich rieche danach nicht wie ein Erdbeerbeet, sondern ich rieche nach nichts in meinem Gesicht. Das finde ich auch in Ordnung. Und ja, ich mag die. Ich mische mir die sehr, sehr gerne mit meinen Boostern. Das ist ja diese Mix-and-Match-Geschichte. Du kannst es auch längern. Das heißt, du machst halt ja, eins nach dem anderen drauf. Ich persönlich mische mir das immer, weil ich bin ein Mischmensch. Wenn ich zum Beispiel esse, dann esse ich mir
Also, ich weiß nicht, ob ihr Himmel und Erde kennt. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Bei uns kennt man das so zum Beispiel. Du hast Kartoffelbrei oder Kartoffeln, die ich mir danach zermansche. Dann habe ich da Apfelmus mit dabei und irgendwie ein Ei oder Spinat oder sowas. Normale Menschen essen das so nach und nach und ich nehme mir gerne eine Gabel und mische alles zusammen. Genauso mag ich auch gerne meine Pflege. Das heißt, ich finde es perfekt, dass man das eben Mix and Match machen kann und dass man das vermischen kann. Und deswegen gefällt mir das auch einfach so gut. Genau, soviel zu der Creme. Ich finde die wirklich astrein, aber ich glaube, dass diese sehr reichhaltige Geschichte eher was für den Winter bei mir ist. Und deswegen bin ich jetzt im Sommer auf die blaue Variante umgestiegen. Dann habe ich euch gerade auch schon gezeigt, das ist das neue Design, den AHA Glow Booster wieder leer gemacht. Ja, es ist so ein ganz leichtes Fruchtsäure-Peeling. Sollte man eigentlich nur so alle 2 Tage oder 2-mal in der Woche, 2-3-mal die Woche ungefähr verwenden maximal. Weil du hast halt AHA und BHA hier drin, ne? Also auch Fruchtsäure. Es macht meine Haut eigentlich echt toll, ne? Muss ich wirklich sagen. Es spendet auch Feuchtigkeit und ich mag das Produkt. Ich kann das auch super mit anderen Cremes mischen. Also wenn ich zum Beispiel eine andere Tagespflege verwende, die auch einen Lichtschutzfaktor mit drin hat, kann ich das da super mit reinmischen. Gott, ich rede ganz schön lange über die Produkte. Egal, wir kriegen das hin. Ich finde den klasse. So viel mal dazu. Und du bekommst auch aktuell den AHA Glow Booster in so einem Set mit dem Selbstbräuner Booster. Den Selbstbräuner Booster habe ich jetzt nicht leer gemacht, weil du sollst ja quasi immer, bevor du einen Selbstbräuner verwendest, auch ein Peeling machen. Ich habe aber einen Lifehack für euch. Und zwar, den Selbstbräuner Booster verwende ich nicht nur im Gesicht, sondern auch in meiner Bodylotion für meine kalkweißen Beine. Vergesst aber die Füße nicht, denn ansonsten sieht das so aus, als hättet ihr weiße Socken an. Sieht sehr ruhig aus. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Habe ich aktuell für Gesicht und Körper tatsächlich in Anwendung. Egal. Aber leer gemacht ist der AHA Glow Booster. Ich finde ihn klasse. Der ist sehr, sehr angenehm. Und ja, man merkt halt irgendwie gar nicht, dass das Gesicht sich wirklich peelt. Aber man hat irgendwann eine ganz tolle Haut und fühlt sich damit schön, ne? Finde ich klasse. Also ich mag den. Du hast hier tatsächlich auch diese Pipettengeschichte mit dabei. Und genau, das ist überarbeitet worden. Und deswegen funktioniert es besser. Ich habe jetzt hier aber auch noch in der alten Variante den Pore Minimizer, den habe ich auch leer gemacht, den Booster. Und den fand ich, um ehrlich zu sein, nicht so ultimativ. Also das ist nicht mein Lieblingsbooster. Mein Lieblingsbooster ist der AHA Glow Booster, tatsächlich. Boah, draußen rasten gerade voll Hunde aus. Was auch immer da los ist, Leute. Lasst das. Auf jeden Fall ist das das alte Design und da war das halt noch hier mit dem, das ploppt hoch und dann drehst es hoch und dann hast du hier ja die Pipette und kannst es dir dann so runter machen. Und der Pore Minimizer ist auch ein bisschen dickflüssiger, wie ihr gerade gesehen habt. Ich fand den jetzt nicht so ultimativ. Nee, da finde ich den AHA Glow Booster auf jeden Fall besser. Was wollte ich noch dazu sagen? Ist mir nicht wieder eingefallen. Aber so ist das manchmal. Naja, auf jeden Fall ist es ein Unternehmen, was noch relativ jung ist. Die sind jetzt gerade erst 2 Jahre alt geworden. Und ja, genau. Ich verwende die Produkte schon relativ lange. Ich glaube, die erste Kooperation, die ich mit denen hatte, war vor 2 Jahren oder so. Und deswegen, ne, ich kann es nur empfehlen. Es sind schöne Produkte. Claudis Welt, gibt euch 20%. Ne? Denkt auf jeden Fall dran, falls ihr das nächste Mal Bock habt, das mal auszuprobieren. Genau, so viel dazu. Und ja, genau, aber jetzt ist die jetzt leider leer. Und der Booster oder die beiden Booster auch. Gut, dann geht die Bilderreise weiter. Ich habe natürlich mein Gesicht gereinigt. Da habe ich hier von eCooking, das war auch mal in der Box mit dabei, ein Cleansing Gel, Gentle Cleansing eCooking. Das habe ich geliebt. Das ist mit Vitamin E und Gurkenextrakt, weil man hat hier auch einen schönen Pumper mit dabei. Du hast eine schöne Konsistenz. Es war gut, hat zwar in den Augen gebrannt, aber es war halt einfach gut, weil sich das Gesicht dadurch einfach gereinigt angefühlt hat. Ne? Ich habe das gerne verwendet und eCooking ist auch eine schöne Marke, die mir einfach gut gefällt und die ich, ja, ne, ich freue mich immer wieder drüber, wenn es in den Boxen drin ist, aber die ist halt sehr, sehr teuer. Deswegen würde ich mir das wahrscheinlich auch so, ich weiß es gar nicht, weiß ich nicht. Werde ich mir das mal nachkaufen? Ich glaube jetzt erstmal nicht, aber ich finde es sehr, sehr schön. Also mir gefällt es definitiv. Dann habe ich hier etwas aufgebraucht. Das ist eine Nachtmaske. Es gehört eigentlich zu den Masken, aber ich habe es wie eine Nachtcreme verwendet. Das heißt, ich habe es als letzten Schritt meiner Pflegeroutine einfach in mein Gesicht gegeben. Und zwar ist das von Glow Recipe, die Watermelon Glow Sleeping Mask. Die habe ich aber immer dann angewendet, wenn ich nicht mein AHA Glow Booster verwendet habe. Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Die Booster sind 3-mal so hoch konzentriert wie ein normales Serum. Und ja, deswegen halten sie auch richtig lange. Die halten 3 Monate oder so, je nachdem, ne? Also ob du das vielleicht auch morgens und abends verwendest oder so. Man sollte sich 1 bis 3 Tropfen in die Creme reinmischen. Das wollte ich noch eben sagen. Weißt du, manchmal Gehirn ist weg. Mensch, also
So viel dazu, ne? Und wenn ich dann den AHA Glow Booster verwendet habe, habe ich nicht nochmal das verwendet, weil ich mir gedacht habe, ich glaube, inhaltsstofftechnisch tun diese sich dann nicht allzu viel, weswegen ich dann halt den immer verwendet habe, wenn ich den AHA Glow Booster nicht abends in die Creme mit reingemischt habe. So, genau. So viel dazu. Und hier ist das Glas, was ich echt schön fand. Ich weiß gar nicht, wo das mal mit dabei war. Ich glaube, das war mal bei einer Douglas-Bestellung für Umme mit dabei oder so. Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist der Deckel Plastik. Dann habe ich hier noch von Sukin ein Produkt. Und zwar ist es ein Gesichtspeeling. Auch wenn ich ein Fruchtsäure-Peeling verwende, mache ich ab und an noch mal ganz gerne so ein mechanisches Peeling. Ich weiß, man soll es eigentlich nicht machen. Irgendwann wird meine Haut sich rächen, keine Ahnung. Aber mir tat es auf jeden Fall gut, wenn ich das mechanische Peeling dann noch mal gemacht habe. Das ist für normale bis trockene Hauttypen geeignet, parabenfrei, soll das Gesicht entsprechend aufhellen und ja, ne, das war halt echt schön. Also mir hat es ganz gut gefallen, die Peelingkörner waren kaum wahrnehmbar und man soll ja bei diesen mechanischen Peelings oft auch drauf achten, dass man halt nicht irgendwelche Mikroplastikpartikel als Peelingpartikel mit drin hat und gleichzeitig sollte man darauf achten, dass es irgendwelche Peelingpartikel sind, die nicht so eckig sind, damit sie dein Hautkram nicht verletzen können. Irgendwie so. Ich bin keine Hautpflege-Expertin, ich bin halt nur ein Anwender, es tut mir leid. Hier weiß ich gar nicht, das war mit, weiß ich nicht, Leaf Juice, mit Sesam, ist das Sesam vielleicht gewesen? Weiß ich nicht, oder Jojoba-Perlen, ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein angenehmes Peeling, was nicht zu hart und nicht zu sanft war. Also ich habe es gespürt, aber es hat mir mein Gesicht nicht irgendwie, ich habe es nicht zu sehr gespürt, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Ich fand es angenehm. Dann habe ich einen Toner leer gemacht, den ich richtig toll fand, weil das eine geile Sprühflasche war, Leute. Ich stehe auf Sprühflaschentoner. genau, das ist von Glim You, der Glim Fresh Toning Essence Spray Gedönsen gewesen. Damit kannst du auch, den kannst du auch als Primer verwenden. Der soll dann auch noch dein Gesicht ausbalancieren und pflegen. Ein Toner wird verwendet, um deine Haut, nachdem sie gewaschen oder gereinigt worden ist, darauf vorzubereiten. Hey, erschreck dich bitte nicht, gleich kommt ein bisschen Pflege. Also er gleicht quasi den pH-Wert der Haut so ein bisschen aus, aber das ist immer das, was ich so für mich im Hinterkopf behalte, wie man das so, ne, irgendwie veranschaulichen kann. Wenn Freunde mich fragen, dann erkläre ich so und so, das ist ein Toner und deswegen sollte man ihn vielleicht dann doch mal verwenden. Aktuell habe ich das Rosens Rosenwasser wieder in Anwendung, was ich als Toner verwende, was ich auch liebe. Ich muss aber sagen, das hier war schon ziemlich geil. Der Duft war nicht so mega geil, aber das war von der Pflegewirkung her sehr angenehm. Und ja, das ist auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Das werde ich mir, glaube ich, nochmal anschauen, weil das auch echt einen guten Sprühkopf hatte. Genau. So, dann habe ich natürlich einen Lichtschutzfaktor aufgebraucht, weil Leute, es ist Sommer, man sollte sich schützen. Das hier hat leider nur einen Lichtschutzfaktor von 30, hatte ich in einer Cult Beauty Bag mit dabei, von Sun Goop, den Anziehen Sunscreen mit Lichtschutzfaktor 30. Das Problem ist hierbei gewesen, der war halt super, super silikonig. Das heißt, du hast ein sehr glitschiges Gesicht bekommen. Wenn ich nicht trockene Haut gehabt hätte, sondern normale oder ölige oder Mischhaut, hätte ich wahrscheinlich ein Problem gehabt. Weil man muss ja auch immer diesen Sonnenschutz in einer gewissen Menge auf das Gesicht auftragen. Das heißt, du machst quasi eine Zeigefingerlänge normalerweise auf dein Gesicht und eine Zeigefingerlänge auf deinen Hals, Dekolleté und die Ohren. Und ja, so viel habe ich aber damit nicht verwenden können, ne? Weil ich echt dadurch sehr, sehr ölig geworden bin mit meiner trockenen Haut, was echt krass ist. Ich fand den aber gut, weil danach konnte ich schön Make-up anwenden, also auch einen super Primer. Und ja, ne, also er hat auf jeden Fall mir gut getan. Und ich sage auch tatsächlich immer, und bitte steinigt mich deswegen nicht, besser ein bisschen zu wenig, in Anführungsstrichen, Sonnenschutz verwenden, als gar keinen Sonnenschutz zu verwenden. Denn wir sollten uns halt auch ein Stück weit schützen. Die Sonne macht so viel Böses, sie macht uns älter, sie macht Pigmentflecken und sie macht Hautkrebs im schlimmsten Fall. Und ja, deswegen verwendet auf jeden Fall immer Sonnenschutz. Macht auf jeden Fall Sinn. So, jetzt trinke ich mir mal wieder einen Schluck Schum. Können wir bitte mal darüber reden, wie wunderschön diese Tasse ist? Also Danny, da hast du dir ein ganz tolles Muster ausgesucht. Erinnert mich ein bisschen an Pokémon. Ich find's cool. So, wir waren ja eben schon beim Double Cleansing und beim Abschminkbalm. Hier habe ich ein Produkt von Elemis und zwar Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Hatte ich, glaube ich, in meiner Look Fantastic Muttertagsedition oder in dem Osterei, das weiß ich gerade nicht. Ich liebe es ja, mir halt vorher das Make-up mit einem Abschminkbalm runterzunehmen und danach unter der Dusche mit einem Cleanser nochmal so drüber zu gehen. Elemis ist schon eine geile Marke. Ich finde das dafür, dass das Produkt richtig toll ist.
teuer ist, war das super schnell leer. Da war ich ein bisschen schockiert, weil man doch relativ viel davon braucht, finde ich. Also jedenfalls in Relation zu Yepoda. Und bei Yepoda könnt ihr übrigens mit dem Code Claudi30, ich glaube immer 30% sparen. Also ne, mit denen habe ich ja auch eine wundervolle Kooperation. Ja, aber da ist halt der Preis eine Sache. Ne? Das hier ist, glaube ich, dreimal so teuer oder doppelt so teuer wie das von Yepoda. Ich finde das Produkt gut. Es hat mein Make-up gut gelöst. Es hat auch sehr, sehr gut wasserfeste Mascara gelöst. Das Hautgefühl danach war sehr angenehm, weil das ein, der ist von der Konsistenz halt her auch deutlich weicher als der von Yepoda. Weil hier, wenn du mit dem Finger so reingehst, hast du halt wie so eine etwas festere Gelcreme. Bei Yepoda gehst du richtig mit einem Spatel durch, um das aus dem Tiegel rauszubekommen. Und hier ist es deutlich weicher. Wahrscheinlich verwendet man deswegen auch ein bisschen mehr davon. Er nimmt das Make-up gut runter, aber er ist halt so mega teuer. Das ist ein bisschen schade. Und ja, er riecht angenehm. Halt nach Rose, ne? Das ist halt auch voll mein Ding. Aber ja, da finde ich Yepoda wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her deutlich besser. Muss ich leider sagen. Auch wenn ich Elemis-Produkte immer wieder, wenn ich sie in Boxen drin habe, hardcore feier, ne? Aber da muss ich ja, ich will auch ehrlich sein. Und ich muss es auch, finde ich. Das ist, hat lange gedauert, bis ich die aufgebraucht habe. Die habe ich jetzt nach Creme verwendet. Von Charlotte Mainzen. Irgendwas habe ich hier an meinen Fingern. Wo kommt das denn weg? Da weiß ich nicht. Einfach mal an der Hose abwischen. Das ist irgendwas Weißes. Keine Ahnung, ne? Die Wintercreme, die habe ich nämlich tatsächlich schon im Winter abends verwendet. Und jetzt ist sie mittlerweile halt leer. 50 ml waren hier drin. Ein exorbitant krasser, geiler Duft nach frisch gebackenen Plätzchen. Ich sage euch das. Unverhofft kommt oft. Mega. Habe ich hier drauf geschrieben. Also die Pflege war toll. Die Creme, also die war Ewigkeiten bei mir im Backup und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, jetzt nimmst du die mal und oh, die hat mir echt gut gefallen. Also habe ich dann auch, oh, dieser Duft, ne? Ich glaube, das ist die Shea-Butter, ich weiß es aber nicht. Habe ich dann auch gemischt mit meinen Boostern und das hat auch richtig gut funktioniert. Das war eine ganz tolle Konsistenz, auch eine sehr seidige Creme. Also die fand ich schon sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, warum Wintercreme. Da sind dann wahrscheinlich irgendwelche Wirkstoffe drin, die dazu führen, dass du halt nicht so diese Wärme-Kälte, dass du da halt dieses, wahrscheinlich ist es vorbeugend. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Mutmaßungen machen. Ein Produkt habe ich hier noch von der regulären Gesichtspflege und dann ist auch dieses Ding leer. Und zwar hatte ich in einer Box, ich weiß aber nicht in welcher, ich glaube in der Yoga Junkies Box, Konjaku, ein Cognac-Sponge, Aktivkohle, aber das ist ein Pflanzenreinigungstüchlein gewesen. Genau, das war kein Schwamm an sich, sondern ein Tuch. Und da muss ich leider sagen, dass ich den nicht gut fand. Weil, wäre das ein Schwamm gewesen, wäre das wahrscheinlich cool gewesen, weil dann kannst du es auch richtig anpacken. Das ist ja aus der Cognac-Wurzel, dementsprechend ist es ein sehr, sehr natürliches Produkt. Und wenn du das dann nass machst, wird es weicher und du kannst es halt entsprechend zur Reinigung anwenden, ne? Ja, aber dieses Tüchlein ist dann halt auch flutschig geworden und ich konnte es nicht wirklich greifen. Irgendwie war das ganz merkwürdig. Ich wusste nicht genau, wie ich damit dann mein Gesicht zu reinigen habe. Hat mir persönlich jetzt nicht so gut gefallen. Deswegen kann ich das leider nicht empfehlen. Aber, ne, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich da auch einfach zu paddelig für. Hat mir aber leider nicht gefallen. So, jetzt kommen wir zu einem sehr eskalativen Part. Letztes Mal habe ich super viele Ampullen leer gemacht, weil ich mir vorgenommen hatte, dass ich in dem Aufgebraucht-Video super viel über Ampullen erzählen möchte. Dieses Mal habe ich mir vorgenommen, Masken zu verwenden. Und Leute, ich habe eine komplette Box hier voll mit Masken. Ich habe erst gedacht, ob ich da ein separates Video von mache. Nein, wir machen das jetzt hier mal zusammen. So, ich weiß nicht, wie viele das sind. Es sind sehr viele, ne? Als allererstes habe ich von PF 79 Fresh Fruit Extract Shea Butter Sheet Mask. Ist eine Aftersun Maske. Maske, genau. Die habe ich gestern Abend tatsächlich noch gemacht. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte gewesen. Die war super dünn, sehr schön durchtränkt, hat sich toll dem Gesicht angepasst. Ich glaube, dass ich die irgendwo mal bei TK Maxx oder so gekauft habe. Wo habe ich die weg? Ich weiß es nicht. Ja, gute Passform, Feuchtigkeit war auch okay und mir hat sie einfach gut gefallen. Kann ich empfehlen. Dann habe ich ebenfalls eine Aftersun-Maske leer gemacht und die war auch mit Aloe Vera. Wovon warst du? Refreshes and Hydrates. Ich
weiß nicht, hat Bugs mir auf jeden Fall geschenkt. Ich weiß nicht, ob die im Action verfügbar ist oder wo sie die her hat. Hier habe ich drauf geschrieben, nass, merkwürdige Passform. Ich finde das immer sehr witzig, denn ich habe ja kein Allerweltsgesicht von der Passform hier. Ich habe ein relativ großes Gesicht und dann habe ich meistens das Problem, dass es dann halt nicht bis nach ganz außen geht oder es ist halt irgendwie total merkwürdig. Hier ist es auch wieder merkwürdig. Beruhigend, klebrig, pflegend und kühlend. Ne? Das soll ja auch in dem Sinne eine Aftersun-Maske machen. Dann habe ich hier eine Maske ebenfalls von Bugs leer gemacht, und zwar die Leave-On Sleeping Mask. Habe ich nicht draufgelassen, habe ich abgewaschen, weil die mir zu reichhaltig von der Konsistenz her war. Die hätte ich nicht drauflassen können. Das war so ein Pöttchen mit Hyaluron und Himbeerextrakt. Vitalizing Mask. Und das muss ich umdrehen, denn ich schreibe mir mal hinten drauf, wie die so war. Kühlt, habe ich aber abgewaschen. Genau, habe ich mir drauf geschrieben. Ja, jetzt gerade so zu dieser Zeit macht es einfach richtig Freude, Masken zu verwenden, finde ich, weil es draußen einfach warm ist. Es ist schwül, man schwitzt, man hat dieses ganze Salzgedönsen im Gesicht, ne? Und dann macht es abends einfach so viel Freude, sich so eine feuchtigkeitsspendende Maske ins Gesicht zu hauen. Och. Dann habe ich hier eine Maske von Bloom leer gemacht. Beauty Essence Gesichtsmaske. Ich glaube, davon habe ich noch eine weitere aufgebraucht. Mit super Antioxidantien und dem Lycopin ist es auch irgendwie. Solide habe ich mir hinten drauf geschrieben. Die hatte ich auch mal in einer Box mit dabei gehabt. Ich glaube, auch in der beauty.at-Box war die mit enthalten. Das ist tatsächlich eine Crememaske. Das heißt, man macht sie sich raus und ich mache mir dann immer Augenpatches drauf und gebe mir dann die Maske mit einem Pinsel entsprechend über mein Gesicht. Und ja, die fand ich ganz solide halt. Ja, solide halt. Was soll man da groß zu sagen, ne? Ich habe keinen mega krassen Sofort-Effekt erlebt, aber sie hat halt schon einen gewissen feuchtigkeitsspendenden Effekt gegeben. Dann habe ich hier eine Maske, die habe ich von Sophie, glaube ich, geschenkt gekriegt. Die kommt von Mary Kay. Die Clean Proof ist es, glaube ich, Clean Proof. Deep Cleansing Charcoal Mask, also eine Aktivkohlemaske. Sie reinigt und irgendwie beruhigt die auch, habe ich mir drauf geschrieben. Ist halt so ein kleines Prüppchen gewesen. Ne? Ich habe relativ viel durch die ganze Maske, ne, hier mit diesen Unreinheiten zu kämpfen, die ich halt hier an der Kinnpartie habe. Ist wie es ist, finde ich aber auch nicht allzu schlimm, weil, ganz ehrlich, ne, es sind einfach nur Pickel. Witzig, Fun Fact, nur mal by the way, mein Freund hat sich mittlerweile einen neuen Grill gekauft und der heißt Fred. Ich habe mich weggeschmissen. Ich nenne meine Pickel ja immer Mr. Fred oder die Mr. Fred Ausflugsfamilie. Fand ich geil. Als er damit um die Ecke kam, habe ich mich kaputt gelacht. Das Produkt lag schon ziemlich lange bei mir rum von Biore. Die Instant Warming Clay Mask, das ist so eine ganz schnelle Geschichte. Das kennt man, glaube ich, unter dieser 1-Minuten-Thermomaske. Ja, bitte? Du bist im Video? Du bist ja hier. Ja, natürlich bin ich hier. Habt ihr gehört, dass mein Freund mich gesucht hat? Ich habe ihn nicht gehört. Naja, auf jeden Fall hatte er mich gesucht. Ist vom Einkaufen wiedergekommen, sorry. Auf jeden Fall habe ich von, da war ich stehen geblieben, von Biore die Maske leer gemacht. Das ist diese 1-Minuten-Maske, ne? Genau, habe ich euch auch schon angefangen zu erzählen drüber. Ja, man muss es mögen. Dass die Maske auf dem Gesicht warm wird. Denn es ist tatsächlich sehr, sehr warm. Man macht die sich auf das angefeuchtete Gesicht einfach drauf mit den Händen und lässt sie dann auch eine Minute drauf, massiert die so ein bisschen in der Zeit ein und die reinigt ja auch wirklich das Gesicht. Wenn man die abwischt, fühlt sich das Ganze sehr, sehr kühlend an, was ich auch ganz cool finde, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß aber nicht, ob ich mir die nachkaufen würde, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn ich habe jetzt schon sehr, sehr häufig diese Maske verwendet. Ich glaube, 1, 2 davon müsste ich auch noch hier mit drin haben, aber haut mich jetzt nicht so ultimativ vom Hocker. Ist aber sehr angenehm. Na, ich weiß ja nicht, und die geht halt so schnell, ne? Aber manchmal, man muss halt aufpassen, dass man keine offenen Stellen hat, zum Beispiel aufgekratzte Pickel oder so, ne? Dann sollte man die nicht unbedingt verwenden und so. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, aber ich mag die anderen für sich ganz gerne. War das jetzt, es war irgendwie eine dämliche Aussage, ne? Nachkaufen würde ich sie mir nicht, aber wenn ich sie wieder da hätte, würde ich sie wieder verwenden. Ich glaube, das ergibt Sinn. Die habe ich auch gegen unreine Haut verwendet. Das ist eine Bubble-Maske von Biroutine. Die schäumt halt richtig im Gesicht auf. Das ist eine Tuchmaske. Die legt man sich auf das Gesicht und dann im Laufe der Zeit kommen so Bubbles. Die ist nicht so exzessiv am Schäumen, sondern eher so dezent. Die habe ich bei Mutatos, also bestellt. Wir bestellen ab und an mal bei Mutatos, da kann man Lebensmittel retten. Und die haben auch tatsächlich Drogerieprodukte. Zum Beispiel, ja, diese Maske, da habe ich mir, ich glaube, 5 Stück oder so von geholt. War ganz witzig, aber ich muss gestehen, ich hatte danach nicht unbedingt das Gefühl, dass mein Gesicht jetzt super gereinigt war oder so. Ich weiß nicht. Ich fand die pflegend, ne? Also die hatte so ein cooles Gefühl nachher, aber
Ich weiß nicht, ne? Weiß ich nicht. Irgendwie, die würde ich mir jetzt halt auch nicht nochmal nachkaufen. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei davon da. Ich muss mal gucken. Beste Maske überhaupt, Dalton, die Hydro-Lift-Maske. Die ist so toll. Also diese dunkelblaue halt, ne? Die ist einfach toll. Ja, die gönnt man sich einfach, ne? Das ist eine Maske, die kostet 12,50 Euro. Ich weiß nicht, ob aktuell mein Gutscheincode aktiv ist. Das wäre Beauty Claudi. Damit könntest du wahrscheinlich 20% sparen. Ich habe es dir aber auch eingeblendet. Ich habe mit Dalton geschrieben, aber wir müssen noch mal gucken, ob das so funktioniert, dass wir das dann auch jetzt am 24. hinbekommen, dass der Gutscheincode aktiv ist. Ist dann ein Affiliate-Code quasi. Genau, ich packe es euch aber auch noch, wie gesagt, hier rein oder in die Infobox. Ihr wisst dann Bescheid. Ich liebe die Produkte von Dalton. Und ja, Dalton ist auch eine der glorreichen drei Marken, mit denen ich halt Pflege als Kooperation habe. Das ist Dalton, Beauty Mates und Yepoda. Und damit habe ich ein voll geiles Trio, womit ich einfach perfekt meine Hautpflege gefunden habe. Und gerne die Produkte verwende, weil ich weiß, dass sie einfach funktionieren bei mir. Die Maske ist einfach von der Konsistenz her ganz besonders, weil das halt diese Hydrogel-Maske ist. Die ist so wie, keine Ahnung, wenn du Gel hast, was hart wird und du das aufs Gesicht legst, aber nicht silikonig. Es ist ganz merkwürdig und ganz toll, spendet richtig krass toll Feuchtigkeit und ich liebe diese Maske. Ja, tatsächlich. Das ist eher etwas, was man sich vielleicht ein, zweimal im Monat gönnt, weil die doch sehr, sehr, ne, ja, abgeht wie ein Zäpfchen, ne? Und die halt nachhaltig auch pflegt, ne? Also diese Feuchtigkeitspflege ist dann nicht nur, du machst sie drauf und dann ist die Pflege nur so für einen Tag da, sondern wenn man die auch ab und an immer mal wieder mehr anwendet, dass du merkst einfach, dass das Hautbild dadurch besser wird. Zellomermeeresextrakt ist damit enthalten. Wir kommen aus dem Wasser, weil das Leben aus dem Wasser kommt und deswegen ist Dalton halt auch einfach eine gute Marke. Meiner Meinung nach, ich bin kein Hautpflegeexperte, da auf der Homepage gibt es auch den Berater oder die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Da kann man Termine buchen und so, ne? Und da könnt ihr euch wirklich individuell beraten lassen und ja, da wird euch wirklich geholfen, das kann ich euch wirklich versprechen. Ich mag die Sachen einfach gerne. Ja, auch wenn die einfach ein bisschen teurer sind als normal in der Drogerie oder so, ne? Ich mag es einfach. Ja, und ich mag einfach dieses, ich mag sehr viel. Ja, nein, ich mag sehr viel daran. Ich mag es auch, dass man einfach dieses Gefühl hat, dieses Meereskosmetik, Marinekosmetik, dass wir diese Natürlichkeit auch irgendwo ein Stück weit mit dabei haben. Deswegen, ja, habe ich gerne die Kooperation mit Dalton. Dann habe ich hier etwas, was auch ein sehr natürliches Produkt ist, habe ich auch von Bugs bekommen, von Jean and Len. Das ist die Marke ohne Gedöns. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Maske, vegan, pflegt, intensiv und erfrischt, mit Aloe, Vera und Gurke. Das ist so ein Zweier-Sachet gewesen und die fand ich sehr angenehm. Doch, ja, hat mir gefallen. Dann habe ich hier aufgebraucht von Yeyu eine Maske und zwar von Vita Masks. Nee, Quatsch, eine Maske von Vita Mask und zwar die Yeyu Green Tea, beruhigende und feuchtigkeitsspendende Maske. Die hatte ich irgendwoher, keine Ahnung, sie war in meiner Maskensammlung. Sie ist sehr gut, wie gewohnt, denn diese Vita Masks Masken verwende ich immer sehr gerne. Beruhigend und sehr nass. Und das gefällt mir. Ne? Also eine schöne Tuchmaske, die man sich einfach mal angucken kann. Und Grüntee ist ja auch irgendwie, oh, ich habe was im Auge, so ein bisschen auch beruhigender, ne? Und oh, sehr, sehr angenehm auf der Haut. Tuchmasken am besten im Kühlschrank aufbewahren. Jetzt gerade, wenn es so heiß draußen ist oder wenn es so schwül warm ist. Es ist einfach eine Wohltat fürs Gesicht. Die Maske habe ich auch von Bugs bekommen. Das ist von Natural Skincare Plant, keine Ahnung, eine koreanische Maske mit Blaubeere. Fand ich auch sehr angenehm, beruhigend und nass. Also vielen, vielen Dank, liebe Bugs. Da hast du mir ganz tolle Masken zusammengepackt in deiner Bugs-Box. Dann, das gehört eigentlich eher in den Bereich Körper, aber ich habe es hier mal mit reingenommen, eine Bobmaske, also für die Brüste. Das war witzig. Das war in der Goodiebox mit dabei und da habe ich mich auch beim Unboxing schon echt kaputt gelacht. Ich glaube, in der Juni-Box muss die drin gewesen sein. Ey, diese Maske hat, also das sind quasi so Halbkreise, die für die Nippel halt eine Aussparung haben. Und du legst hier, diese haben halt auch wirklich einen Kirschenprint drauf, ne? Dann hast du da erstmal schön die Kirschen auf der Hupis. Die merkwürdigste Maske ever, habe ich mir drauf geschrieben. Brustwarzen sind frei. Na, schon ein Insta-Bild gemacht, hat mein Freund mich übrigens gefragt, als ich damit ins Wohnzimmer gekommen bin, um ihm das zu zeigen. Natürlich nicht.
Es tat gut, muss aber nicht sein, weil es halt wieder so eine Einmalanwendung ist, genauso wie bei der Haarmaske ja auch, ne? Aber es war schon ganz witzig, muss ich sagen. Und das von da, ich meine, du hast nicht so strahlende Hupis, wie das hier auf dem Bild zu sehen ist, ne? Nein, sie haben nachher nicht geglänzt und geglitzert, aber es hat sich schon, es sah witzig aus, es hat Spaß gemacht, es war cool, ne? Mache ich gerne mal sowas. Dann habe ich hier auch von Wachs eine Maske und das ist auch wieder von Natural Skincare Plant, die Honey Maske. Ich mag Honig einfach gerne als Maskeninhaltsstoff, weil das auch so antiseptisch ist, hautberuhigend, ne? Hat genährt und Feuchtigkeit gespendet, habe ich mir drauf geschrieben. Die hat mir auch ganz gut gefallen. Auch wieder so eine koreanische Geschichte. Hier habe ich ein Produkt, ja, von Bulrich, die Heilerde-Tuchmaske mit Hyaluronsäure für einen belebten Teint. Die fand ich nicht so bombastisch, ne? Also es war eine komische Form, lang und schmal. Das ist bei mir halt immer irgendwie, ich habe halt kein ovales Gesicht. Ich habe halt eher so ein rundes Gesicht, würde ich sagen. Ich sehe keinen Effekt. Dann steht hier auch drauf, die Tuchmaske abnehmen und Rückstände mit einem Wattepad vorsichtig abtupfen. Nein, abwaschen, weil hier Heilerde. Ich habe das auch, glaube ich, bei der lieben Dio gesehen. Die hat die auch aussortiert, glaube ich sogar. Oder die wollte die anwenden. Ich glaube, sie hat, ich glaube, du hast es in deinem Aufgebraucht-Video gezeigt, ne? Das Problem war, dass sie halt dachte, die Maske wäre schlecht. Aber du hast halt eine Tuchmaske, die halt so Heilerde auch mit drin hat. Dementsprechend sieht das aus, als wäre da quasi Sprühschiss drin. Und da kann man auch schnell auf die Idee kommen, dass diese Maske nicht mehr gut ist. Tatsächlich. War, glaube ich, in der Beauty.at-Box auch mal mit drin. Egal. Auf jeden Fall, nee. Also kann ich auch nicht empfehlen. Hat halt, wie gesagt, nicht wirklich was gemacht. Die fand ich allerdings gut. Das ist von Nuvas Heilerde, die Reinigungsmaske. Habe ich schon relativ häufig verwendet. Das ist so eine First-Aid-Geschichte bei mir, wenn ich halt so Ausbrüche habe. In einem hier, Erdbeerwoche und so verwende ich sowas super gerne. Ja, weil die einfach wirklich toll mein Gesicht reinigt und ein tolles Hautgefühl hinterlässt. Und dieses Gefühl, wenn das Gesicht sich anfühlt, als würde es atmen. Übrigens, immer wenn ich nach dahin gucke, dann versuche ich mich zu konzentrieren. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Keine Ahnung. Aber da gucke ich dann halt immer hin. Ich wurde auch gefragt, was da ist. Da ist nichts. Da ist wirklich nichts. Da ist meine Softbox und da liegt Schmuck. Sonst ist da echt nichts. Ja, genau. Finde ich klasse. Mag ich gerne. Ja, hier habe ich sie nochmal, ne? Ich habe mir nochmal gegönnt. Oh. Ich liebe sie. Ich liebe sie wirklich, ne? Also da, ich habe mir hier noch einfach nur ein Herz drauf gemalt. Sieht man das? Genau. Ja, und das ist, es ist kein Scherz, ne? Wenn ich die nicht so geil finden würde, würde ich euch die nicht ständig in die Kamera halten, ne? Also ich würde mich freuen, wenn mein Code BeautyClaudi tatsächlich aktiv ist und ihr damit 20% sparen könntet, weil die Produkte von Dalton sind einfach geil. Jetzt haben wir übrigens gerade Aktion, mega, auch wahrscheinlich interessant für euch, die ganzen Anti-Aging-Produkte und die ganzen Sonnenpflegegeschichten sind gerade super krass reduziert. Also ich habe auch ein Sonnenpflege-Set von denen, da kann ich euch mal, ich verlinke euch das mal in der Infobox, da habe ich nämlich so einen Lichtschutzfaktor von denen, den habe ich auch schon mal aufgebraucht, mit Lichtschutzfaktor 50+. Richtig, richtig, richtig toll. Der krümelt nicht, der weißet nicht, der ist toll unter Make-up, kann ich euch wirklich, wirklich empfehlen. Ja, und da haben die halt auch gerade echt tolle Set-Angebote und so. Schaut da gerne mal vorbei, ne? Also, wie gesagt, ja, geile Angebote, geile Zeit gerade, Leute. Ja, hier habe ich sie nochmal aufgebraucht von Biroutine. Ja, bubbelig habe ich mir hier hinten drauf geschrieben. Läuft. Dann habe ich hier die Maske, wie heißt du? Rare Paris Elixir Intense. Das ist eine nährende Maske aus Frankreich. Richtig angenehm und pflegend. Was habe ich hier? Das französische Glossy Bundle habe ich mir hier drauf geschrieben. Habe ich aus dem Glossy Box Bundle gedönst, was ich mir gekauft habe. Genau. Ja, die fand ich gut, scheinbar. Aber Erinnerung, ne? Wenn man so viele Masken macht, man kann sich das nicht so unbedingt merken. Auch wieder von Vita Masks, die Niacinamid Blueberry Pore Purifying Maske. Oh mein Gott, ich liebe Niacinamid als Inhaltsstoff in Produkten. Es ist ein Traum. Das ist so schön hautberuhigend. Das soll ja auch dann quasi die Poren so ein Stück weit minimieren oder zusammenziehen, wie auch immer man das sehen mag. Und die hat mir richtig gut gefallen. Riecht gut, passt gut, sehr beruhigend und feucht, aber Poren nicht sichtbar verfeinert, habe ich mir hier drauf geschrieben. Klar, nach einer Anwendung, ne? Aber die hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, war die in der Box? Ich weiß es nicht. Ich fand sie toll. Ja, ich habe immer noch irgendwas im Auge. Oh, vielleicht hilft es, wenn ich einen Schluck Wasser vorher, ne, Tee trinke. Natürlich nicht. Das hier ist ein Produkt,
was ich halt auch immer in Kombination mit Tuchmasken verwende, und zwar sind es Augenpatches. Ich persönlich verwende am liebsten Augenpatches, die halt so in Pöttchen drin sind, weil dann hast du da 60 Stück für 30 Anwendungen mit drin. Das habe ich mal von Yestyle zugeschickt bekommen, man sieht nicht mehr so viel. Benton Snail Bee Ultimate Hydrogel Eye Patch steht hier drauf. Ich könnte es auch von der Seite ablesen, weil da steht es drauf, ne? Hätte ich mal gucken können. Egal, auf jeden Fall sind das tolle Augenpatches gewesen, die auch wirklich meine untere Augenpartie versorgt haben, während quasi das Gesicht ja auch mit der Maske gepflegt worden ist. Ich finde das immer eine ganz schöne Ergänzung bei Tuchmasken oder auch bei Crememasken, wenn man sich halt Augenpatches aufgibt. Zum einen, weil die Einwegzeit sehr, sehr ähnlich ist bei beiden Sachen. Ich lasse Tuchmasken auch meistens tatsächlich mal gerne so ein Stündchen oder so drauf. Man muss immer so ein bisschen abschätzen, ne? Weil bei Tuchmasken musst du aufpassen, dass die nicht knochentrocken auf deinem Gesicht werden, weil wenn die Knochen trocken werden, fangen die an, eher dem Gesicht eher die Feuchtigkeit zu entziehen. Das heißt, man muss genau den Zeitpunkt abpassen, wo sie noch so ein bisschen feucht sind, aber schon alles an ihrer Feuchtigkeit und Pflege an das Gesicht abgegeben haben, ne? Das ist immer wichtig. Genau, und während der Zeit habe ich die Augenpatches drunter gehabt. Ich persönlich bilde mir ein, dass es super viel bei mir hilft. Ich hatte mal eine Zeit lang eine sehr trockene untere Augenpartie. Jeder Concealer hat gecreased, alles hat furchtbar ausgesehen. Und als ich dann angefangen habe, sehr, sehr regelmäßig Augenpatches zu verwenden, hat das Ganze sich deutlich verbessert. Bei solchen Sachen hast du meistens auch im Deckel direkt einen Spatel mit dabei. Genau, der ist dann hier, dann kommst du auch besser an die Augenpatches dran und musst dann nicht mit dem Finger drin rumfusseln und so. Mag ich einfach gerne, muss ich wirklich sagen. Also das ist voll mein Ding. Geile Sache. Und ich glaube, habe ich mir das schon nachbestellt? Ich habe mir auf jeden Fall bei Yestyle Augenpatches nachbestellt. Dauert aktuell ganz schön lange tatsächlich. Also noch sind sie nicht eingetroffen. Aber ich habe andere in Anwendung, die ich auch mal in Kooperation zugeschickt bekommen habe. Die sind aber nicht ganz so Bombe. Dazu im nächsten aufgebraucht, vielleicht in ein, zwei Monaten nochmal mehr, weil die sind auch schon fast leer. Das waren drei. Cool. Von Valia habe ich die Maske mit Pineapple, also mit Ananas und Maracuja leer gemacht. Erfrischt die Haut mit Ananas und Maracuja-Extrakt. Das soll feuchtigkeitsspendend sein. Und das habe ich von Marion mal geschenkt gekriegt. Ich glaube, im Adventskalender von ihr hatte ich das. Das erfrischt wirklich, brennt anfangs etwas. Da muss man sich halt ein bisschen, ne, zusammenreißen, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Bei mir hat es aber danach nicht mehr gebrannt und das hat ganz gut getan. Auch als ich das nachher abgewaschen habe, hatte ich ein schönes Hautbild. Zwei Sachets sind hier drin und ja, fand ich ganz okay, muss ich sagen. Aber dieses anfängliche Brennen, da muss man drauf stehen. Nein, da muss man mit klarkommen können, ne? Und manchmal ist es gar nicht schlimm, wenn Produkte anfangs kurz mal brennen. Da muss man so ein bisschen auf seine Haut hören und achten, weil das kann bedeuten, dass einfach gerade die Wirkstoffe entsprechend freigesetzt werden. Ne? Das ist, kommt immer ganz drauf an, aber es ja, sollte halt nicht hautreizend sein. Das ist immer wichtig. Von Cadea Vera habe ich hier eine Feuchtigkeitsmaske mit Thermalwasser und Hyaluronsäure leer gemacht. Entspannte, gepflegte Haut habe ich von Sandra mal geschenkt gekriegt und die fand ich ganz gut. Auch das war ein Zweier-Sachet und ja, auch das hat mir Feuchtigkeit gespendet. Das fand ich schön. Das mag ich. Ich glaube, Cadea Vera gibt es bei Müller zu kaufen. Genau, den haben wir auch gar nicht bei uns in der Nähe. Nochmal von Clean Proof von Mary Kay habe ich diese Charcoal, die Aktivkohlemaske leer gemacht. Easy Wash Off, weiche und reine Haut, top, habe ich mir hier drauf geschrieben. Ne? Genau. Dann habe ich hier von The Beauty Depth, die Watermelon Fruity Face Sheath Mask Refreshing von Marion leer gemacht. Die fand ich schön, die war hauchdünn, triefnass und spendet Feuchtigkeit. Ich glaube, die habe ich auch schon mal gehabt. Die finde ich richtig, richtig toll. Kriegt ihr, glaube ich, im Action, wenn ich das letztens richtig gesehen habe, als ich da einkaufen war. Dann habe ich ja ganz schön viele Masken. Oh mein Gott. Alterra Naturkosmetik Hyaluron-Tuchmaske mit Duo Hyaluronsäure und Bio-Traubenkern für feuchtigkeitsarme Haut. Muss echt nicht sein. Zu dickes, sich lösendes Vlies, minimaler Feuchtigkeitseffekt. Das ist immer so das Problem, ne? Bei manchen Marken, die haben es noch nicht so ganz mit den Fliesen raus, ne? Aber naja. Manchmal kann man sowas auch mal ausprobieren. Die war ganz fancy. Das ist die Eye Mask von Bling Pop. Die habe ich in einer Elektra Beauty Box drin gehabt. Da sieht man aus wie eine Superheldin tatsächlich, weil es halt so richtig, ne? Schon witzig. Nass, toller Sitz. Top nach einem anstrengenden Gartenarbeitstag. Ja, tatsächlich. Ich bin ja im Sommer relativ häufig im Garten. Wühl da in den Beeten drumrum.
schneid unsere Pflanzen, Rosen, Hortensien, was auch immer, oder entunkraute unseren Garten. Und da haben wir richtig viel immer zu tun. Ich könnte theoretisch jeden Tag im Garten irgendwas machen. Ich würde definitiv was finden. Und da tut es einfach gut, wenn man sich dann einfach nach so einem anstrengenden Tag draußen im Dreck mit so einer geilen Maske nach dem Duschen verwöhnen kann, finde ich. Voll toll. Ja, hier haben wir auch wieder diese Einmalanwendung von Augenpatches Gold Eye Brightening and Firming. Und da ist Hyaluronsäure und echtes Gold drin von Vitamasks. Vitamasks mag ich einfach gerne. Und die Maske war auch gut, ne? Man muss das Gold nach innen oder nach außen packen. Das weiß ich nicht. Du hast auf einer Seite Gold, auf der anderen Seite nicht. Ich würde mal sagen, dass das Gold nach innen muss und nicht nach außen, weil du möchtest ja diese Wirkstoffgeschichte auch auf deiner Haut haben. Ne? Gold soll ja auch eine ganz tolle Geschichte sein. Ich finde sowas super dekadent. Also das ist, würde ich mir jetzt nicht so aktiv tatsächlich kaufen, ein Produkt, wo wirklich Gold drin ist, weil das muss nicht sein. Ja, und ich persönlich mag halt gerne oder lieber, wenn du mehrfach Geschichten hast. Ne? Also quasi in so Pöttchen. Die Pöttchen gibt es übrigens nicht nur bei YesStyle zu kaufen, sondern auch bei Purish. Und da habe ich auch einen Code, CloudiesWelt15, auch einen Affiliate-Code. Bei Purish, ach Quatsch, bei YesStyle habe ich dir eben den Code eingeblendet, CloudiesWelt, ne? Genau, auch das Affiliate-Code, ja. Da gehen die Marken auch immer mehr zu über, keine Ahnung, ne? Dann habe ich hier von Garnier Skin Active den Hyaluron-Shot, eine Fresh-Mix-Tuchmaske, leer gemacht. Die war in der Glossybox im Juni mit drin und die fand ich toll. Hauchdünn, ganz viel Serum, tolle Pflege, aber zieht total... Tolle Pflege, aber zieht total gut ein. Ach so, das heißt, das ganze Serum, was hier drin war, habe ich mir tatsächlich auch sehr immer wieder übers Gesicht so drüber gemacht, um die Maske wieder zu befeuchten, damit das Ganze auch wirklich intensiv in die Haut einziehen kann. Und was dann noch über war, habe ich mir auf Hals und Dekolleté gegeben. Ich finde sowas toll, ne? Du hast, also, ich verstehe bis heute nicht, warum sowas nicht schon von Anfang an zusammen in einem Sachet drin ist. Ist wahrscheinlich einfach witzig, dass du hier unten so eine trockene Tuchmaskengeschichte hast und oben dann das Serum. Dann knickt man das hier, man knickt es da und da und dann kommt das hoch und dann muss man das mischen. Ne, oben ist das Tuch drin, ne? Ja. Finde ich ganz witzig. Tatsächlich, ja. Das macht mir Freude. Dann habe ich leer gemacht von Technik. Ich glaube, die war in der Elektra Beauty Box drin. Die Primer Tone Up Sheet Mask. Bitte nicht als Primer verwenden. Habe ich mir hier hinten drauf geschrieben. Habe ich nämlich versucht. Cremig, krümelt, bitte nicht als Primer. Weißelt, doof. Meine Welt war es leider nicht. Ja. Ein trauriger Smiley ist da auch drauf gemalt, ja. Manchmal muss das sein. Die fand ich richtig toll. Das ist jetzt relativ neu von Garnier Skin Active. Die Limited Edition mit Niacinamid. Ne? Merkst du irgendwie so einen Zusammenhang des Ganzen? Tuchmaske getränkt in Ampullenserum, verfeinernd, ist mit Grünkohlextrakt, das fand ich witzig. 5 Minuten lässt du die nur drauf. Das ist eine super angenehme Speedpflege. Serum nur im Vlies, also du hast es quasi nicht hier unten irgendwo abgesetzt drin, sondern es ist wirklich im Vlies drin. Ganz, ganz viel Serum war da drin vorhanden und ich fand die halt wirklich voll gut, habe ich mir aufgeschrieben. Und jetzt juckt auch noch diese Wimper. Irgendwie juckt gerade mein Gesicht. Wahrscheinlich, oh, weiß ich nicht. Das war das auch ein Reim? Ich bin jetzt mit der Dani-Tasse durch und bin jetzt beim nächsten Getränk. Da habe ich den Waterdrop Love drin. Finde ich richtig lecker. So, ich hätte tatsächlich mehrere Videos hiervon machen können, aber ihr kennt mich. Ich baller einfach mal so ein X-Stunden-Video raus. So. Hier habe ich von W7 auch aus der Elektra-Box Super Skin Superfood Awesome Avocado Face Mask. Das ist diese hier. Ich habe mir leider aufgeschrieben, schlechtester Sitz ever. Minimale Pflege. Aber hautberuhigend. Muss man nicht haben. Das ist so ein typischer westfälischer Spruch, ne? War lecker, muss aber nicht normal kochen. War okay, muss ich aber nicht normal haben. Das ist tatsächlich so. Und es ist auf gut Deutsch gesagt echt durchgefallen, ne? Nein, war nicht gut. Und dann habe ich hier von Balea eine Tuchmaske, die Be Soft. Das war ziemlich ulkig, denn Marion hat mir die Tuchmaske geschenkt und ich habe ihr die im gleichen Tauschpaket auch zurückgeschenkt. Das war echt witzig. Ja, sehr dickes Vlies, aber beruhigt die Haut angenehm, war okay. Und man sieht aus wie ein sehr merkwürdiger Hase. Ich fand die ganz witzig, ja. Ich mag gerne diese Balea-Tuchmasken und gerade auch in der Limited Edition ist es immer ein Experiment. Manchmal sind die ganz geil und manchmal sind die so, naja. Die hier war auch ganz interessant. Das ist von IDC Institute eine Face Scrub Mask mit Aprikosenkern gewesen. Ja, das ist diese hier. Habe ich von der Marie mal geschenkt bekommen.
reinigt toll und hinterlässt samtig weiche, nicht ausgetrocknete Haut. Und das ist ja eher selten, wenn du dein Gesicht peelst. Dann ist deine Haut ja eigentlich eher ausgetrocknet und braucht ganz viel Pflege. Hier hast du aber dadurch, dass hier noch diese, wahrscheinlich diese Aprikosengeschichte oder was auch immer mit dabei war, nochmal gleichzeitig so eine Pflegewirkung dabei gehabt. Das fand ich cool. Ich glaube, IDC Institute bekommt man auch bei Action oder im TK Maxx, das weiß ich gerade nicht. Dann habe ich von Rosenthal eine Maske leer gemacht, aufgebraucht. Die war tatsächlich im Rosenthal Adventskalender. Wie oft sage ich tatsächlich? Wow. A3 Silk Mask Advanced Anti-Aging. Ne? Brauche ich. Enorm dünnes und... Nee, was habe ich? Wow, ich war scheinbar sehr begeistert, denn ich habe hier Sachen unterstrichen und groß geschrieben und voll eskaliert. Enorm dünn, toll nass, Feuchtigkeit beruhigend, aufpolsternd, wow. Ich fand die offensichtlich sehr toll, ich kann mich aber irgendwie nicht dran erinnern. Okay, war wohl gut. So, jetzt krümel ich mir mal eben kurz meine Wimper aus dem Auge und dann machen wir weiter. So, und zwar habe ich hier aus dem Flaconi Adventskalender die Facial Sheet Mask Purifying and Normalizing Meadow Sweet Zinc PCA, keine Ahnung, beruhigend, mattierend, gut, habe ich mir hier drauf geschrieben. Das ist ja letztes Jahr, als Flaconi die Adventskalender rausgebracht hat, eine neue Entdeckung für viele gewesen, dass Flaconi auch eigene Pflegeprodukte mit rausgebracht hat. Und das gehörte mit dazu. Ich fand die ganz okay. Ja, Zink ist halt auch wirklich hautberuhigend, ne? Weil das so ein bisschen auch heilend wirkt. Ich weiß nicht, was PCA heißt und Meadow Sweet, weiß ich gerade auch nicht. Aber es hat auf jeden Fall ganz gut getan. Und Allantoin ist das dann, glaube ich, Mandelsüß. Nee, Mädesüß? Hä? Was ist denn ein Mädesüß? Kenne ich nicht. Naja, war auf jeden Fall gut. Oh ja, diese Maske habe ich auch gemacht, so viel übrigens zu Gold. Eben genau aus dem Aspekt, dass ich mir nicht aktiv Produkte kaufen würde, die Gold enthalten. Es ist ein Produkt von Dalton, aber es ist kein Produkt, wo ich sage, oh mein Gott, rennt los und kauft euch das. Ich finde tatsächlich die Hydroliftmaske um Längen besser als diese hier. Die ist jetzt relativ neu raus und die pflegt auch gut, aber die hat halt Goldpigmente drin oder Goldpartikel und du glitzerst wie eine Feder nach. Premium Face Care Collagen Pro Caviar und Gold Luxury Anti-Aging Mask. Ja, und die hat halt wirklich, wie es hier draufsteht, einen Sparkling Glow-Effekt. Das heißt, du glitzerst. Und das heißt, ich kann die wirklich nur abends verwenden. Die pflegt die Haut und die macht ein tolles Gefühl. Ich persönlich hätte diesen Goldglitzer nicht gebraucht. Muss ich tatsächlich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Finde ich zu dekadent. Gold, also ich habe hier drauf geschrieben, Gold bleibt, würde ich nur abends verwenden, glättet und pflegt, aber blaue Hydrolift ist besser. Passform gut und viel Serum, genau, aber wie gesagt, die blaue Hydrolift ist einfach besser. Persönliche Meinung. Dann habe ich hier von M. Asam Resveratrol Premium NT50 die Glättungsmaske mit Traubenkernöl und Squalan. Squalan soll ja auch super gut für die Haut sein. Ich mag diese hier, also habe ich auch drauf geschrieben, mag ich, glättet und pflegt. Das ist eine zweimal Anwendung. Altersempfehlung ist 30 vielleicht, 80 vielleicht steht hier hinten drauf. Okay, also eigentlich 40 bis 70, sehr interessant. Aber du, auch mit 32 konnte ich die sehr gut verwenden. Hat mir ganz gut gefallen und ich mag gerne diese Resveratrol-Pflege-Serie von M. Asam. Da habe ich ja letztes Mal zum Beispiel auch die Ampullen euch gezeigt und reviewed, die mir richtig gut gefallen haben. Und auch diese Maske kann ich euch ans Herz legen. Ist gar nicht so super teuer. Ich finde die ganz schön. Dann habe ich nochmal von Biore diese Warming, eine Minutenmaske leer gemacht. Habe ich euch eben ein bisschen was zu erzählen. Hat mir gut gefallen. Aber irgendwie, ich bin da gemischte Gefühle unterwegs. Das hier ist auch eine von der Serie von Garnier Skin Active, diese 5-Minuten-Maske. Das ist mit Hyaluronsäure glättend, Tuchmaske getränkt in Ampullenserum. Auch die fand ich ganz geil. Ich muss sagen, dass ich die mit Grünkohl noch ein bisschen besser fand. Huch, ciao. Klebt, hauchdünn, Grünkohl ist besser, aber trotzdem geil. Genau, also ich kaufe mir ja eigentlich keine Tuchmasken mehr aktiv selber nach, weil durch Boxen und so weiter habe ich genug Nachschub und ich habe noch so viel in meinem Backup und ich bekomme immer wieder Tauschpakete, wo einfach super viele Masken drin sind. Aber würde ich mir Masken nachkaufen, wären es wahrscheinlich solche Masken wie diese hier, die relativ kurz dann anzuwenden sind und dann so eine Speedpflege geben oder so relativ hochpreisige von Dalton, die ich dann halt mal verwende, ne? Und nicht jeden Tag. Genau. So viel dazu. Jetzt kommt, ne, es kommt nachher was, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen.
Da möchte ich euch was erzählen, was mein Freund aufgebraucht hat. Da habe ich jetzt gerade auch eine Maske mit zugelegt, weil die hier zwischen lag. Genau, das kommt noch. Hier habe ich von Pilor Vital Infusion Soothing, also beruhigend Facial Sheet Mask. Und das ist mit Aloe Vera. Das hatte ich auch von Marion. Das ist ein nasser, frischer Kicker, hatte ich mir drauf geschrieben. Extrem gut, mit ganz viel Us. Genau. Ich fand die ganz gut, offensichtlich. Und sowas halt tatsächlich in den Kühlschrank mit Aloe Vera. Beruhigt die Haut, ist super angenehm. Im Sommer ein Träumchen. Finde ich echt klasse. Von Balea habe ich eine Hydro-G-Gesichtsmaske leer gemacht oder aufgebraucht mit Rosenwasser und Hyaluron, die straffen soll. Das ist diese hier und die habe ich von der lieben Bunny geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Hier habe ich hingeschrieben, Rutschpartie auf dem Gesicht. Noppenseite auf jeden Fall nach innen, trotzdem rutscht das Ding. Okay, hautberuhigend und Feuchtigkeit hat sie gespendet und sie war pflegend. Also sie hat mir gefallen, aber es war halt sehr rutschig. Genau, keine Ahnung, warum das so war, aber es ist halt so eine zweigeteilte Maske gewesen. Ja, fand ich aber wohl ganz okay. Keine Ahnung. So, jetzt muss ich hier noch kurz. Oh. Ich glaube, der junge Mann hat geschlafen und ich habe ihn geweckt. Entschuldigung, Sammy. Alles gut, alles gut. So, diese Maske habe ich, glaube ich, von Marion bekommen. Ja, das ist eine Rapunzel-Maske, die es auch im Action zu kaufen gab. Disney Princess Facial Sheet Mask Deep Cleansing Formula Enriched with Tea Tree Essential Oil. Da hast du auch wirklich, du siehst da ziemlich witzig mit aus, weil du so Blumis im Gesicht hast, ne? Die beruhigt, klärt, naja, verfeinert vielleicht ein bisschen. Und was hier ganz cool ist, du hast kein Teebaumstinken. Stinky, habe ich mir hingeschrieben. Teebaum riecht ja normalerweise auch sehr intensiv. Das hast du hier nicht mit dabei. Ja, die Maske fand ich ganz schön. Die hat mir gut gefallen. Und ich hatte sie das letzte Mal im Action auch gesucht, aber nicht gefunden. Deswegen, da dumm, gibt es die wohl nicht nochmal. Es sei denn, ich kriege sie nochmal. Man weiß es nicht. Oder ich finde sie vielleicht doch, weil unser Action manchmal langsamer ist. Goodbye Redness mit Centella Mask Pack von Benton. Da haben wir eben die Augenpatches schon von gesehen. gibt es jetzt relativ neu auch bei Purist zu kaufen. Genau, und da habe ich mir die auch gekauft. Die ist nass, die beruhigt die Haut fantastisch, absolut empfehlenswert und die ist super günstig. Ne? Habe ich auch mit hinten drauf geschrieben und die kann ich euch empfehlen. Schaut bei Purist vorbei, die haben jetzt auch relativ viel diese asiatische Pflegegeschichte, diese koreanische Pflege. Benton haben die, Misha haben die, glaube ich, auch mittlerweile. Also sehr, sehr viele Sachen. Ne? Und die ist irgendwie ganz schön nass hier gerade drin. Also hier ist gerade sehr viel sehr nass in diesem Ding. Okay, dann habe ich noch von Yinyu eine Maske, die ich auch sehr gut fand. Cucumber Sheet Mask Ultra Sooth, also sehr beruhigend. Korean Super Beauty und die fand ich schön, wunderbar beruhigend. Tolle Passform, nasses Vlies, dünn, aber nicht hauchdünn. Genau, ich mag die Masken von Yinyu. Jinju, weiß nicht, wie man das ausspricht. Jinju vielleicht, ich weiß es nicht. Fand ich klasse, ne? Ist halt so eine schöne koreanische Pflege mit so fancy Verpackung und so. Da hat man mich ja direkt mit, ne? So, dann habe ich hier ebenfalls eine Disney Princess Mask und zwar die Refreshing and Moisturizing, also quasi erfrischend und feuchtigkeitsspendend. Spendet okay Feuchtigkeit und sitzt ganz gut, habe ich auch von Marion geschenkt bekommen und da hatte man Äpfel im Gesicht. Passend zu Schneewittchen, Leute, ne? Muss ja sein. So, die hier war auch in der Beauty.at-Box im Frühjahr. Florena Fermented Skincare 24 Stunden Hydrating Mask 99% natürlichen Ursprungs und die hat mir ganz gut gefallen. Das war auch wieder ein 5 Minuten Speedy, habe ich mir hier drauf geschrieben, weil das halt sehr, sehr schnell funktioniert hat und Feuchtigkeit gespendet hat. Ist keine Tuchmaske, ist eine Crememaske, fand ich aber schön. So. So langsam leert sich diese Maskenbox. Was, ey? Das ist ja auch so eine Bubble Mask gewesen. The Beauty Mask Company Crazy Cactus Bubble Mask mit Kaktus und Wasserlilie, Tiefenreinigung und Super Glow. Und ja, gibt derbe Schaum und Glow, habe ich mir drauf geschrieben. Trocknet natürlich die Haut aus. Ne? Das hatten wir jetzt bei der Be Routine Mask ja nicht. Aber hier hatten wir das dann wieder. Ja. Hat halt mega viel geschäumt. Ich habe erst gedacht, oh je, wo bleibt der Schaum? Und dann hat es einmal pff gemacht. Sowas finde ich immer witzig. Ja, und ab und an mache ich mir auch gerne mal so eine Bubble-Maske, um einfach dieses Erlebnis zu haben, muss ich sagen. Ne? Auch die habe ich tatsächlich, schon wieder tatsächlich,
ich von Purish, von Misha eine Maske. Das ist die Masküre Sheet Mask Propolis. Ich liebe Propolis. Propolis wird irgendwie verwendet, um den Bienenstock so ein Stück weit zu desinfizieren. Ich weiß es nicht. Nagelt mich nicht drauf fest. Ich bin auch keine Bienenexpertin. Expertin. grandiose Passform. Ein dickflüssiges Serum wie Körpermilch, ganz tolle, erholte und genährte Haut. Ich brauche mehr davon, habe ich mir aufgeschrieben. Kostet 2,90 Euro bei Purish, habe ich tatsächlich hier drauf geschrieben. Ja, und für 2,90 Euro kannst du dich nicht beschweren, ne? Und deswegen, die fand ich klasse, die gefällt mir. Und sollte ich irgendwann nochmal Masken kaufen, würde sowas auch mit in den Einkaufskorb wandern, weil die halt so geil sind, diese koreanischen Geschichten. Von Balea die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Das war, glaube ich, in der Glowbag mit dabei und sollen ja Dupes zu den Beautypads sein. Das sieht auch verpackungstechnisch sehr ähnlich aus. Ich habe mir auch drauf geschrieben, dass ich die ganz gut fand. Also wirklich nur gut, Ausrufezeichen. Ne? Also Augenpatches mag ich halt ganz gerne. So, dann habe ich hier etwas auch aus der Elektra-Box und zwar die Funky Faces Erfrischungsmaske. Das ist diese hier. Finde ich nicht so geil. Sie stinkt, aber erfrischt ganz gut, habe ich mir hingeschrieben. Ne? Ja. Ich mochte die nicht so besonders. Naja. Dann habe ich hier von La Mer Augenpatches auch wieder drin gehabt. Echt erfrischend. Hydrogel. Achtung, beide Fliese entfernen bei einer InStyle-Box drin. Ja, die kommen halt hier so drin und dann hast du da so Fliese drumherum. Also quasi ein ganz, ganz dünnes Hydrogel-Pad bleibt da tatsächlich nur über und ich habe Hunger. Oh mein Gott. Genau. Und ja, deswegen auf jeden Fall beide Fliese entfernen und dann kann die auf die untere Augenpartie und fliegt da so vor sich hin. So, dann habe ich hier noch eine von Luvos Heilerde, nein Quatsch, von Bullrich Heilerde Tuchmaske, Todesmeersalz, Beruhigung, zur Beruhigung der Haut. Irgendwie tut's was, irgendwie auch nicht, habe ich mir hier hingeschrieben. Ne, also das sind dann halt so Masken, wo du nicht wirklich einen Effekt merkst, finde ich. Also ich merke da keinen Effekt. Dann habe ich hier eine von Shelbens. Das ist die Vitamin C Tuchmaske Energy Booster. Sofort mehr Glow und 100% mehr Feuchtigkeit. Mindert Fältchen. Die war in der Barbara Box drin. Sehr, sehr angenehm. Gibt Feuchtigkeit und Glow. Grandioses Vlies. Also die hat mir sehr gut gefallen. Und Shelbens ist jetzt ja auch in das Business der Tuchmasken mit eingestiegen. Ich mochte eigentlich nie diese ganzen Vitamin C-Geschichten und AHA und hast du nicht gesehen. Also da hat mich Beauty Mates wirklich zu gebracht, das zu mögen. Und das finde ich toll. So, dann habe ich hier etwas von Hello Bunny leer gemacht. Die war in meiner Bestellung von Banana Beauty mit dabei, weil ich wusste das nicht. Banana Beauty und Hello Buddy gehören wohl auch irgendwie zusammen. Eine große Familie. Und da war für Umme mit drin die Coco Tree Soothing Face Sheet Mask. Die spendet... Was? Oh Gott, meine Schrift ist weg. Ist die da irgendwo drin? Weiß ich nicht. Beruhigt und spendet gut Feuchtigkeit. Jo, fand ich wohl gut, ne? Würde ich mir die nachkaufen? Wahrscheinlich eher nicht. Nö, weil ich kaufe relativ gar nicht bei Hello Body. Ich finde das von diesen enorm hohen Rabattenkonzepten immer ein bisschen schwierig. So, die Maskenbox ist tatsächlich leer, Leute. Ich bin ja begeistert. Wir gehen jetzt weiter zum Make-up. Vorher trinke ich mir kurz einen Schluck und dann gucken wir uns das mal an. Und zwar habe ich hier eine Box mit Produkten. Ne, wir sind ja beim Gesicht und Make-up kommt offensichtlich ins Gesicht. Da habe ich zuallererst einen Primer leer gemacht, der ist von Clavoux. Den fand ich ganz gut. Habe ich auch so ein bisschen als Lichtschutzfaktor über Tag fürs Gesicht genommen, weil der einen Lichtschutzfaktor von 50 plus hat. Und das ist ein UV Protection Cooling Primer and Make-up Synergy, keine Ahnung. Das ist so ein Cushion-Ding, ne? Gibt es bei YesStyle zu kaufen und da hast du halt hier eine Kuschengeschichte. Ich persönlich finde, dass man das Serum da halt nicht so ultimativ gut rausbekommt. Deswegen habe ich mir irgendwann das Ding genommen und dann bin ich damit über mein Gesicht gegangen. Ne? Weil ich das einfach mit dem Finger nicht gut rausgekriegt habe. Habe ich gepult und alles. Ich fand das Produkt aber ganz gut, hat mir gut gefallen. Und die Make-up-Produkte bewahre ich auch auf, um am Ende des Jahres mal zu schauen, wie viel dekorative Kosmetik ich so in einem Jahr geleert habe. Dann habe ich eine Mascara leer gemacht, die ich liebe. Und zwar von Nabla die Vigis Mascara. Die ist Hammer. Die ist wirklich Hammer, Leute. Nicht nur vom Verpackungsdesign finde ich sie einfach großartig, dass wir diesen Panther drauf, der einfach super fancy und extravagant aussieht. Ich habe auch schon mir ein Backup
geholt tatsächlich. Und ja, das ist sehr, sehr hochwertig. Hat hier so ein Gummibürstchen, was relativ klein ist. Das ist so ein bisschen korkenziehermäßig gedreht. Anfangs ist die sehr schwierig. Die muss ich ein bisschen eingrooven. Das habe ich jetzt auch bei meiner neuen wieder gemerkt, weil die ultra viel Produkt dran hat. Ich mache das echt gerne, dass ich die dann in Kombination zum Beispiel mit einer sehr trockenen Mascara nehme. Da habe ich hier zum Beispiel die Catrice Glam & Doll Lash Colorist Mascara. Die mache ich mir erst in einer dünnen Schicht unten drunter. Dann nehme ich die Nabla Visions Mascara, trage sie mir auf und bürste dann mit dieser Mascara nochmal die Wimpern entsprechend durch. Das Ganze macht man so ungefähr, ich sag mal, wenn man die täglich verwendet, eine Woche lang. Dann hat sich die Mascara eingegroovt und man kann sie theoretisch auch alleine verwenden. Ein Dupe, was es dazu gibt, Dupe-Leute, ne, habe ich heute auch auf den Augen. Das ist von Catrice die Iconista Mascara. Das ist diese hier. Hat ein vergleichbares Bürstchen, habe ich auch schon, also ich habe beide Mascaren schon mal gegeneinander antreten lassen. Die hat aber nicht diese Anlaufschwierigkeiten, macht aber nicht dieses Wawawum-Ergebnis, was diese Mascara halt schafft. Da muss man halt wirklich für sich abwägen und unterm Strich, jeder Jack ist anders. Also wir haben alle unterschiedliche Wimpern, unterschiedliche Bedürfnisse und so weiter. Das heißt, wenn etwas bei mir astrein funktioniert, heißt es nicht, dass es bei jedem astrein funktioniert. Man muss halt wirklich immer so ein bisschen schauen. Ich finde die geil und deswegen habe ich mir die auch schon nachbestellt und habe sie auch schon hier. Genau, so, dann habe ich etwas, was ich auch schon nachbestellt und auch in einer nachbestellten Version in Anwendung habe, und zwar von Grande Cosmetics, das Grande Brow Enhancing Serum. Das ist dieses hier und genau, das habe ich ursprünglich in der Kooperation von Pionisch zugeschickt bekommen. Auch da Claudis Welt 15 weiß Bescheid. Hat mir das jetzt aber zum Geburtstag neu selber geschenkt. Das Brow Serum hat ein relativ dickes Faserbürstchen oder Pinselchen vielmehr und damit pinsel ich mir jeden Abend einfach meine Augenbrauen ein. Ich persönlich empfinde das so und ihr habt mir das auch schon bestätigt, als ich euch mal gefragt habe, dass meine Augenbrauen mehr geworden sind. Ich habe dadurch, dass ich halt in meiner Jugend Augenbrauen gezupft habe, sehr krüppelige Augenbrauen bekommen. Ich habe letztens auch Fotos gezeigt, ne, das hatte ich euch auch geteilt tatsächlich, wo ich nur so Striche hatte, also ganz schlimm. Ist auch noch gar nicht so Ewigkeiten her und ich bin dabei, mir die ordentlich zu züchten und sowohl Wimpernseren als auch Augenbrauenseren machen nicht, dass du auf einmal mega viele Augenbrauen und so weiter bekommst, sondern es verlängert die Wachstumsdauer des Härchens an sich. Und genau, dafür ist es halt da. Ne? Das heißt, die Geschichten werden länger. Das gleiche auch mit dem Grandelish Wimpernserum, was ich verwende, aber das ist noch nicht leer. Und das gebe ich mir auch jeden Abend tatsächlich auf und ich finde es großartig. Ne? So viel dazu. Oh Mann. Und jetzt ist es leer. Ganz schön teuer. Da ist man immer traurig, aber ich werde es mir nachkaufen. Also ich habe schon nachgekauft und wenn das leer ist, kaufe ich es mir auch wieder nach. Also ich brauche kein anderes Wimpern- oder Augenbrauenserum mehr, weil ich da echt meinen heiligen Gral gefunden habe. Genau. Ich glaube aber nicht, dass es hormonfrei ist. Ich glaube, da sind Hormone drin. Das heißt, irgendwann, zwinker, zwinker, werde ich es tatsächlich absetzen müssen, weil man das, glaube ich, in der Schwangerschaft dann nicht verwenden darf. Jedenfalls steht es auch bei Purish auf der Homepage, dass man das nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden sollte. Dann habe ich hier ein Eyeliner leer gemacht von Catrice, den It's Easy Tattoo Liner. Das war ein Trauerspiel, ne? Also der hat echt nicht lange gehalten. Weiß ich nicht, eine Woche oder so, ist wasserfest, hat einen Schwämmchenapplikator, malt einfach null, hat mich aufgeregt. Oh mein Gott, hat er mich aufgeregt, ja. Ist jetzt leer, eingetrocknet. Das ist eins meiner liebsten Setting-Sprays oder Fixierungssprays. Das macht halt echt eine gute Haltbarkeit ins Make-up rein und zwar von Urban Decay. All-Nighter Make-up Setting Spray, Long-Lasting. Habe ich jetzt auch aktuell wieder auf meinem Schminktisch stehen. Habe ich auch, ich glaube, 2 oder 3 Backups mir gesichert, als Urban Decay den Sale hatte. Ja, geil. Wirklich geil. Wirklich geil. Kann ich nur empfehlen. Also ich wüsste jetzt nicht, was dazu ein guter Dupe wäre. Weil das halt echt, das verlängert die Haltbarkeit von Make-up. Auch das ist, also ich habe ziemlich viele Lieblinge aktuell aufgebraucht. Und zwar von Benefit, den 24 Hours Brow Setter. Ein Produkt, was ich auch wieder in Anwendung habe. Auch gerade auf meinen Augenbrauen trage. Also hier auf meinem Schminktisch steht schon der zweite. Ich habe das auch schon in Full Size bei mir in meiner Backup-Sammlung drin. Also Wahnsinn. Wenn ich Produkte liebe, dann liebe ich sie, weil ich bin eine richtig treue Natur. Das sage ich euch. Ich probiere unheimlich gerne aus, aber wenn ich Lieblinge habe, dann habe ich sie. Und dann habe ich sie jahrelang, bis es sie nicht mehr gibt. Auf jeden Fall
ist das einfach so ein cooles Produkt, was Benefit halt so im Sortiment hat. Und damit gehe ich durch meine Augenbrauen, nachdem ich sie eingepinselt habe, und das wird festgetackert. Dadurch hält nicht nur das Styling meiner Augenbrauen so lange, wie ich es möchte, sondern auch die Farbe bleibt halt länger erhalten, weil du gibst es ja da drüber. Ne? Und wenn ich jetzt so an meine Augenbraue drangehe, stempelt nichts ab, habe ich nichts an meinem Finger, alles tutti, genau, mag ich gerne. Auch von Urban Decay habe ich ein Augenbrauenprodukt leer gemacht, und zwar ein Brow Beater. Das ist ein Augenbrauenstift in der Farbe Taupe Trap. Das ist, ja, ein Augenbrauenstift. Der hat auf der einen Seite halt die Mine zum Rausdrehen, die jetzt natürlich leer ist, da kommt nichts mehr hoch. Und auf der anderen Seite halt ein Spoolie. Die Farbe mochte ich gerne leihen, hat mir gut gefallen. Und die Haltbarkeit war toll, Anwendung war toll, fand ich klasse. War jetzt nicht so super fein, aber war schön. Also ich mochte das. Dieses Produkt habe ich faktisch nicht aufgebraucht, sondern umgefüllt in eine Cushion-Verpackung. Denn ich habe von Yestyle eine leere Cushion-Verpackung zugeschickt bekommen. Und da habe ich einfach diesen Blush-Lighter reingegeben. Das ist von Ilikia Beauty, der Illuminateur Naturell, vegan und eco-friendly. Und den habe ich darin umgefüllt, weil ich fand die Applikation hier mit diesem Vieh sehr blöd. Weil man einfach viel zu viel damit aufs Gesicht macht. Und das hätte ich mir dann sowieso immer auf eine Platte gegeben oder auf meinen Handrücken, das eingearbeitet und drauf. Und so kann ich halt direkt mit einem Stippling Brush in diesen Behälter rein und das aufs Gesicht geben, und fertig ist die Laube. Finde ich einfach sehr cool. Fand ich irgendwie voll schlau von mir. Ein Produkt habe ich als Setting Spray leer gemacht, was eigentlich eher so ein Gesichtsspray ist. Von Grace and Stella, das Rose Spray Hydrating Facial Spray. Hier sind 30 ml drin. Den Sprühkopf mochte ich nicht so gerne, aber das Produkt an sich. Rosenwasser beruhigt ja per se schon mal die Haut. Das heißt, ich habe mir das vor dem Make-up drauf machen aufgegeben. Habe dann angefangen zu drehen, mein Make-up gemacht, bla 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 bla. Dann habe ich alle cremigen Texturen aufgetragen. Danach nochmal so eine kleine Nebelschicht hier von drüber, das mit dem Schwämmchen nochmal eingearbeitet. Funktioniert bei mir persönlich sehr gut, diese Art und Weise. Ich habe schon von einer Make-up-Artistin in die Kommentare geschrieben bekommen, dass sie das nicht so ganz verstanden hat, warum ich das mache. Das heißt, das ist einfach so dieses Try and Error. Also ich bin keine Make-up-Artistin oder sonst irgendwas. Ich habe einfach gemerkt, dadurch, dass ich eine relativ trockene Haut habe, dass es mir persönlich gut tut, wenn ich die cremigen Texturen aufgetragen habe und danach die pudrigen Texturen aufgebe, als Zwischenschritt nochmal so ein bisschen Gesichtsspray aufzugeben. Ne? Und das hat hiermit halt sehr gut funktioniert. Das hat mir einfach gut gefallen. Genau. Und deswegen führe ich das auch immer noch weiter fort. Hiermit haben wir dann die Make-up-Sachen ebenfalls aufgebraucht. Die werden aber gleich nochmal umdisponiert zu meinen aufgebrauchten Make-up-Produkten. Und jetzt widmen wir uns dem Körper. Ein langes Video, oder? Ja, man gönnt sich. So, ja, dieses Produkt habe ich ebenfalls für meine Hubis verwendet. Das ist von La Roche-Posay, das Hyaluron Vitamin C Serum. Habe ich von Marie mal zugeschickt bekommen, ist so eine kleine Größe gewesen. Und das kommt halt mit einer Pipette, habe ich mir auf die Hubis gegeben. Hat super funktioniert, mochte ich gerne. Und jetzt blinkt mein Akku auch noch. Unglaublich. Weiter geht die wilde Reise. Und zwar habe ich noch mehr aufgebraucht. Ich habe hier noch was von Lipity Massier. Das war in der Elektra Beauty Box drin. Extra Gentle Cream White Peach Face and Body habe ich aber nur für den Körper verwendet. Die fand ich cool. Die war sehr sanft, aber sehr reichhaltig. Ich weiß nicht. Also den Pfirsichduft mochte ich eigentlich ganz gerne. Ich fand, das war ein schönes Dupe so zu The Body Shop. Body Creams, also nicht Body Butters, sondern Body Creams. Die hat mir ganz gut gefallen und fand ich sehr angenehm auf der Haut. Und auch das Hautgefühl. Die ist jetzt nicht so super schnell eingezogen, gerade ich habe die auch verwendet, als es halt sehr, sehr heiß draußen war. Wenn man so schwitzt und so, ne? Das ist jetzt nicht extrem schnell eingezogen. Merkt man halt vor allem, wenn man dann ja auch kurze Schlafhosen trägt, dann kleben die Beine noch ein bisschen. Fand ich aber nicht schlimm, weil trotzdem war die Pflegewirkung halt echt astrein. Die war echt gut. Dann habe ich hier noch ein Duschprodukt aufgebraucht, und zwar von Far Entdecke Throwback Moments. Sinnlich tropischer Duft, den mochte ich ganz gerne. Also das war ein schöner Duft, das war ein schönes Duschgel, habe ich von Marion gekriegt. Und sanfte und pflegende Formel. Ja, also es hat super geil gerochen, ne? Also sehr, 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 sehr fruchtig, blumig. Oh, ab in die Tropen, ne? Träum dich weg zu einem anderen Ort. Wie sagt man das? Ich weiß es nicht. Ich fand es ganz schön. Und dann habe ich noch was für die Hubis verwendet, und zwar von Forever Young Phyto Snail Serum. Das war in einer MA-Samen-Wundertüte mit dabei und habe ich auch erst versucht im Gesicht zu verwenden. Hat bei mir nicht wirklich was gemacht, und dann habe ich das für die Hubis genommen. Fand ich gut, ne?
war ein Pumper. Und genau, habe ich für die Brüste verwendet und das hat mir gut gefallen. Dann habe ich ein Produkt verwendet von Lancôme, La Vie est Belle. Das ist eine parfümierte Bodylotion gewesen. Achtung, das Ding ist eine Glitzerbombe, ne? Habe ich auch drauf geschrieben, Achtung Glitzer. Habe ich gerne so im Sommer für die Beine zum Beispiel auch jetzt genommen. Das mochte ich ganz gerne, weil das dann so einen schönen Schimmer hinterlassen hat. Man hat es aber halt auch in den Händen gesehen, die Hände haben geglitzert, die musste ich danach waschen. Wenn man das so am Körper verwendet hat, sah es sehr, sehr schön aus, auch so im Dekolleté, auf den Armen und so. Aber ja, ne, man muss halt aufpassen, weil jeder, der einen in den Arm nimmt, glitzert danach halt auch. Ne, darf man nicht vergessen. Dieses Produkt fand ich ganz interessant von OO Lotion, glaube ich, No Stretch Creme. Also ist halt gegen, Schwangerschaftsstreifen oder halt so. Ich habe halt Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkelinnenseiten und die muss ich halt meistens noch mal ein bisschen mehr pflegen. Da mache ich mir auch mal ganz gerne Babyöl drauf oder halt auch Gesichtsöle, die ich nicht im Gesicht verwende, sondern dann einfach auf den Oberschenkelinnenseiten nehme, ne? Und die habe ich dann jetzt auch mal verwendet. Die war ganz gut und ich finde auch, dass sie ordentlich mit Feuchtigkeit meine Haut versorgt hat. Hat natürlich jetzt nicht die Dehnungsstreifen weggemacht, ne? Das ist klar. Aber ich finde, seitdem ich anfange, meine Dehnungsstreifen jetzt mehr mit solchen Produkten zu pflegen, sie verblassen nicht wirklich, aber es sieht irgendwie, man sieht es nicht mehr so intensiv, ne? Als Jugendliche hatte ich die halt richtig in lila und richtig schlimm. Das war echt nicht, also ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Ich kann euch aber einfach den Mut geben, wenn ihr in dem Alter seid oder wenn ihr gerade diese Dehnungsstreifen bekommt, mit der Zeit verblassen sie, ne? Also das kommt mit der Zeit und sie werden nicht verschwinden, weil die Haut ist ja faktisch gerissen, aber trotzdem, sowas nehme ich einfach als, dass ich einfach mich da ein bisschen mehr pflege, weil die Haut da einfach ein bisschen mehr Pflege braucht. Das Produkt hatte ich von meinem Papa und seiner Frau zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Das ist von Isana, schäumendes Duschgel, fühl dich gedrückt, die Limited Edition. Ich fand das von der Idee her schön. Das ist so ein Dupe zu Rituals auch, ne? Ich fand das auch irgendwie, immer wenn ich das angewendet habe, habe ich halt lächelnd an meinen Papa und an seine Frau gedacht und so, ne? Ich fand den Duft auch ganz schön. Ich fand das Produkt aber nicht so gut. Also das hat halt irgendwie, es kam doof raus und es hat nicht so richtig schön geschäumt und weiß ich nicht, das war, ich würde es mir nicht nachkaufen. Leider nicht, nee. Aber es war ganz süß, dass ich das so hatte, muss ich sagen, ne? Genau. Ich weiß halt nicht bei sowas, ne? Ob die Dose, also hier steht, Dose ist recycelbar. Das heißt, eigentlich darf die dann doch in den gelben Sack, oder? Ich weiß es nicht, aber hier ist, glaube ich, kein Zeichen für gelber Sack mit dabei. Das ist immer dieses Problem bei diesen Aluflaschen. Ich glaube, ich packe die lieber in Hausmüll rein. Genau. Und den Deckel halt im gelben Sack. Dann habe ich ein Deo leer gemacht. Das war halt ein Deo, was ich abends verwendet habe von CL Med Deodorant Stick. Mein Deo Mini für sensible Haut. Das ist halt so ein herausdrehbares Ding gewesen. Genau, hier sieht man halt, dass da das Plastik angekratzt wird. Und wenn du damit dann unter die rasierte Achse gehst, tut es weh. Man kriegt den Rest halt nicht mehr raus, leider. Hat es wirklich geschützt? Ich weiß es nicht. Aber es hat meine Achseln schon gepflegt. Und über Nacht halt, ne, war okay. Seitdem ich die zweite Impfung bekommen habe, schwitze ich sehr, muss ich gestehen. Auch nachts, das ist echt unangenehm. Aber ich kann mir sowas ja nicht über den ganzen Körper geben, ne. Ist auch eine blöde Nebenwirkung. Vielleicht geht das irgendwann weg. Dann habe ich ein Body Peeling leer gemacht von Rituals. In the Ritual of Ying Mild Body Scrub mit Sacred Lotus und Jujube. Gottchen, ja, die Rituals Body Scrubs sind immer so ein Ding für sich, um das mal so zu sagen. Entweder hast du diese Body Scrubs, die viel zu dick sind und man sie einfach nicht richtig verteilt bekommt, die halt in Pöttchen drin sind. Manchmal hat man das bei manchen, ne, Richtungen. Und manchmal habe ich da eins von? Nee. Und manchmal hat man halt die hier, die ungefähr nicht so wirklich so einen Peeling-Effekt haben, ne? Das hätte ich mir gut vorstellen können für mein Gesicht zum Beispiel, weil das eine sehr milde Peeling-Wirkung hatte tatsächlich. Genau. Aber der Duft war halt schön. Noch ein Deo habe ich leer gemacht und zwar von S. Oliver, So Pure Woman Deodorant. Das ist ein Deo, was ich in der Theorie von seiner Verpackung her super finde, aber von der Anwendung her so, ich weiß es nicht. Also der Sprüher war okay, der hat mir sehr gut gefallen. Also das ist halt wie so ein Parfum-Sprüher tatsächlich. Also ne, einfach nur so ein Parfum-Vieh. Aber hat halt nicht so ultimativ geschützt. Es war eher ein Bodyspray,
als ein richtiges Deo. Ne? Muss man halt bedenken. Genau, aber ja, ich habe da noch nicht mein perfektes Deo gefunden, leider. Dann habe ich hier noch ein Produkt für den Körper leer gemacht, und zwar von Biotherm Live Plankton Multi Corrective Body Milk. Das ist diese hier. Die hat meine Haut ganz gut getan. Ich mochte den Duft auch wohl, und die ist auch relativ gut eingezogen. Ja, die mochte ich. Dann habe ich hier ein Deo leer gemacht. Ja, ich habe geschwitzt, Leute, es ist Sommer. Balea Antitranspirant Extra Dry ohne Alkohol. Den Deo fand ich sehr gut, weil der wirklich auch geschützt hat. Den Duft fand ich jetzt, naja, war halt wie frisch gewaschene Wäsche, sehr pudrig und sehr trocken auch tatsächlich. Aber ja, es hat halt geschützt. Und das fand ich sehr positiv tatsächlich. Ja. So, dann habe ich ebenfalls etwas verwendet, was ich von Marie geschenkt bekommen habe. Das habe ich aber für meine Momo verwendet, also für meine Vagina, also meine äußere, also quasi, ne? Ja, ganz normal, da, was man halt so außen sieht. Ich gebe mir sowas natürlich nicht nach innen, also das hatte mir auch schon mal jemand kommentiert, ne? Niemals sowas nach innen, nein, nein, da gehört das auch nicht hin. Aber für die äußere Hautpflege habe ich das verwendet. Himalayan Goji Ampoule Beauty Expertise Face Serum Soothing. Und deswegen fand ich das toll, weil das halt beruhigend war. Und das fand ich einfach sehr angenehm, gerade wenn man sich rasiert hat oder so. Als Aftershave-Creme oder Aftershave-Ersatz kann man das nehmen. Oder ne, ich habe halt gerne so ein, also leider gerne oft so ein Rasurbrand oder das halt so diese, was auch immer, wenn Haare wieder nachwachsen, dass es gerötet ist und so. Und das ist unangenehm. Ne? Und dann gebe ich mir gerne sowas einfach drüber. Jeden Abend verwende ich etwas für mein Unterstübchen und ja. Das war gut. Ist es überhaupt Glas? Nee, oder? Nee, es ist Plastik. Aber das hier oben ist Glas, glaube ich. Ist auf jeden Fall Restmüll. Genau. Mülltrennung ist wichtig. Dann habe ich etwas leer gemacht, ein Mini-Duschgel, und zwar von Triaclemon. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man das aussprechen soll. Triaclemon. Pink Pomelo Rose, ein Duschgel, das ist dieses hier, das ist so ein kleines Ding gewesen, und hier mag ich einfach sehr gerne, dass man, achso, habe ich von Vanni übrigens geschenkt gekriegt, dass man dieses Aufmachding hat, ne? Ja, hat die Haut gereinigt, hat mir gefallen, Duft fand ich okay, das ist Pink Pomelo Rose gewesen, aber die Rose habe ich persönlich nicht so intensiv wahrgenommen. Dann habe ich natürlich Sonnenschutz für meinen Körper leer gemacht von Sun Ozone Med, das Sonnenspray mit 50+. Ja, ne, ich habe dieses Jahr keinen Sonnenbrand bekommen, ich klopfe auf Holz, noch nicht. Und ich denke, dass mir das auf jeden Fall auch dabei geholfen hat. Ich fand den Sprüher hiervon nicht so gut, weil wenn ich so einen Sonnenschutzspray habe, dann möchte ich ja eigentlich, dass das, wenn ich sprühe, auch ordentlich großflächig aufgetragen wird. Hier kam das so brötchenweise irgendwie raus, fand ich ein bisschen unpraktisch. Keine Ahnung, aber es war schon von Anfang an so. Aber vom Tragekomfort und so fand ich das ganz gut. Das ist recht, wie das halt so ist. Je höher der Lichtschutzfaktor, desto klebriger, öliger und so weiter wird das Ganze. Ist aber egal. Ne? Wenn ich Lichtschutzfaktor brauche und das dann auch so verwende, dann ist mir das wirklich vollkommen Pelle, wie klebrig ich danach bin. Und wenn ich in den Garten gehe danach, dann muss ich danach eh duschen. Ja, dieses Produkt habe ich als Körper... Toner quasi verwendet, weil ich glaube, dafür war das auch ein Stück weit gedacht, von Olake. Aloe Vera Plant Water Face Body and Hair. Fürs Gesicht hätte ich das als Toner nehmen können, für die Haare hätte ich das als feuchtigkeitsspendendes Gedöns nehmen können. Ich habe das aber halt tatsächlich, nachdem ich aus der Dusche kam und noch so ein bisschen nebelfeucht nass war, über die Haut gegeben und das ganz kurz einziehen lassen und dann halt die Bodylotion drüber. Ja, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Erfrischt, aber lässt manche Bodylotion krümeln. Das ist halt immer das Ding. Muss man ein bisschen aufpassen, wie man das halt handhabt. Kann ich das abdrehen? Ja, sehr gut. Weil das hier unten ist Glas und das oben ist Plastik. So läuft das hier. So, dann habe ich hier ein Duschgel verwendet. Das habe ich mir... Wann war das? Habe ich das nicht sogar um meinen Geburtstag herum verwendet? Nee. Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so geil von... Roger and Gallet, das Rose Mignonier, keine Ahnung, Parfum de Douche, Hydratant. Das ist halt ein parfümiertes Duschgel, was so geil nach Rose riecht und ich mag das so gerne. Das ist toll. Ich weiß nicht, ob ich mir das selber gekauft habe oder vielleicht sogar auch von Vanni oder Marion mal Geschenk gekriegt habe. Das hier ist auch eine parfümierte Handcreme gewesen, und zwar Softly von Jill Sander.
Fand ich sehr interessant. Das war auch mal in einem Adventskalender drin, dass es sogar von diesen Parfums Handcremes gibt. Also Bodylotions und Duschgel kenne ich wohl, aber Handcreme fand ich sehr interessant. Habe ich abends verwendet. Ne? Fand ich ganz okay. Die Pflegewirkung war auch gut. Aber ja, ist jetzt kein Nachkaufprodukt, weil super teuer. Ne? Dann habe ich hier noch ein Duschpeeling leer gemacht und das liebe ich. Das ist die perfekte Geschichte, finde ich. Und zwar von Dove. Das ist so schön. Das habe ich von Marie geschenkt gekriegt tatsächlich. Creme-Duschpeeling mit Macadamia und Reismilch. Gibt es ja auch in anderen Varianten. Ich weiß aber nicht, ob ich das mit Granatapfel besser finden soll. Ich mag den Duft. Das ist so geil. Das ist eine tolle Körnung. Das ist von Anfang bis Ende auch schön homogen mit diesen Peeling-Körnern durchzogen. Ne? Mega angenehm. Tut der Haut gut. Ausgewogenes Verhältnis zwischen diesem Creme-Gedönsen, was da halt drin ist, und den Peeling-Körnern. Also für mich echt top. Genau. Dann habe ich noch etwas leer gemacht für meine Füße und zwar von Alterra Naturkosmetik Nagelpflegekur mit Bio-Honig. Das ist halt so ein kleines Ding gewesen, wo ich echt lange für gebraucht habe, um das zu leeren. Ja. Habe ich halt für meine Füße verwendet oder für meine Nägel tatsächlich, für meine Fußnägel. Jeden Abend mache ich sowas drauf, weil ich halt auch sehr runde Fußnägel habe, genauso wie meine Fingernägel ja auch rund sind. Ne? Das ist halt, mein Nagelbett ist da halt ein bisschen anders und da brauche ich halt die extra Pflege, weil ich ein bisschen Probleme habe mit eingewachsenen Fußnägeln halt. Ne? Bin ich auch zweimal dran operiert worden. Man kriegt es aber leider nie komplett weg. Man sollte halt immer mal wieder irgendwas an Pflege verwenden. Ich persönlich muss sagen, dass ich die Nagelpflege von zum Beispiel Essence richtig gut finde. Das hier war okay, ne? Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber ja, dass ich es überhaupt verwende, ist immer ganz gut. Und wenn man zum Beispiel einfach anfängliche Entzündung oder sowas hat, ist sowas immer eine ganz gute Geschichte, weil das nochmal Pflege mit dabei gibt. Und hier war ja Honig auch mit dabei, Honig antiseptisch, pflegt nochmal extra und so weiter. Ich glaube, die Pipette ist hier auch, nee, die ist aus Plastik, genau. Aber das hier ist Glas, oder? Bist du Glas? Bist du Plastik? Nein, ich glaube, das ist Plastik. Glas. Dann kommt das nämlich noch in Restmüll. Genau, so. Dann habe ich hier von Respire etwas aufgebraucht. Das ist eigentlich eine After Sun Lotion. Ich habe die aber ganz normal als Body Lotion leer gemacht und fand die ganz gut. Ja, mag ich. Ne? Mochte ich gerne, war, glaube ich, in der Goodiebox mal mit dabei. Toller Duft. Zieht schön ein, pflegt die Haut. Mag ich gerne. Dann habe ich noch etwas leer gemacht für die Hände und zwar auch von Mary Kay, auch von der lieben Sophie. Satin Hands Protecting Softener, eine schützende Creme, ganz einfach. Das ist von der Konsistenz her wie so ein Silikonprimer. Aber ich fand das ganz angenehm auf der Haut, weil man da halt wirklich gemerkt hat, wie krass das pflegt. Ne? Und ich habe mir das abends aufgegeben. War eine schmierige Angelegenheit, aber hat über Nacht schön die Hände gepflegt. Oh ja, das war richtig, richtig toll. Da habe ich jetzt auch wieder in einer Box, ich glaube in einer Goodiebox war das jetzt gerade auch drin, von Ritual, The Ritual of Mea. So geil. Energize Your Soul, Body Mousse to Oil, Sweet Orange and Cedarwood. Das ist so cool, denn das hier ist ein Pumper und da kommt Schaum raus. Und damit kannst du dich so dermaßen schnell eincremen. Und das zieht toll ein. Riecht angenehm wie dieses Ritual of Buddha, auf Happy Buddha, ne? Also so orangig. Könnte aber auch so ein Unisex-Duft sein, finde ich, weil es ist Orange und Zedernholz, es ist so ein Mix-Gedönsen. Ich mache das gerne. Ich mache das gerne leiden, genau. Das dürfte aber auch wiederum, ne? Aluminium, obwohl hier ist ein gelber, hier ist ein grüner Punkt drauf. Das ist okay, dann ist es gelber Saft. Dann habe ich hier noch etwas für meine Mumu verwendet und zwar den Strawberry Booster. Ja, das ist einfach ein 100% Cold-Pressed Strawberry Seed Oil, also quasi Erdbeersamenöl. Der Duft war furchtbar. Aber ich muss sagen, meine Mumu ist ja so weit weg von meiner Nase, dass ich es nicht gerochen habe. Ja, also würde ich mir nicht nachkaufen, ne? Weil ich glaube, dass es relativ hochpreisig ist, aber für untenrum war es echt gut, hat schön gepflegt und das ist hier oben auch wieder Glas. Genau, deswegen Restmüll. Heidenei, Körper ist auch vorbei. Leute, was ist das für ein krasses Video hier, oder? Trinkt euch auch mal einen Schluck, Leute. Das ist wichtig. Ein paar Produkte hat mein Freund mir noch in die Hand gedrückt, dass ich sie auch mal mit ins Aufgebrauch-Video nehmen soll. 3 Stück hat er mir mitgegeben. Weißt du, Claudia,
braucht gefühlt einen ganzen gelben Sack auf innerhalb von 2 Monaten und mein Freund nur 3 Produkte. Nein, er hat natürlich auch ein bisschen mehr aufgebraucht, aber er hat nie dran gedacht, mir das mitzugeben. Und er ist auch einer von den Leuten, die ungefähr 5 verschiedene Duschgels immer unter der Dusche stehen haben. Apropos Duschgel, das hier ist so eins seiner Liebsten und ja, er hat unten noch so ein Brötchen drin gelassen. Typisch Mann, ne? Ja, eins seiner Liebsten. Das Wake-Up-Call-Duschgel Get Energetic mit Hydro-Care-Komplex fand er gut. Also das ist auch etwas, wenn ich ihm irgendwie was holen soll, da steht er total drauf. Das gab es auch mal von Axe, glaube ich. Und jetzt gibt es mittlerweile auch von Valia. Findet er gut. Ja, ne? Und das riecht halt auch wirklich toll. Das mag ich auch gerne an ihm. Ich glaube, das habe ich ihm. Hat er sich das... Nein, das habe ich ihm mal mitgebracht, oder? Oh, das riecht wirklich sehr angenehm. Ich weiß nur nicht, wonach riecht das denn dann? Keine Ahnung. Ich würde jetzt nicht sagen nach Energy Drink, aber es riecht halt so ein bisschen nach Energy Kick. Vielleicht zitrisch? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Irgendwie so. Das ist ein Produkt, was er auch verwendet hat. Das ist ein Pflegeshampoo. Mein Freund hat 2-3 mm auf dem Kopf, aber er verwendet trotzdem halt Shampoo für die Haare. Und das finde ich sehr gut, denn man sollte ja trotzdem die Kopfhaut pflegen und nicht Duschgel auch noch mit auf die Kopfhaut geben, weil das sehr, sehr austrocknend ist. Und deswegen hatte ich ihm mal irgendwann vor einem Jahr oder 2 dieses Produkt mitgebracht, einfach so als Shampoo, weil er ja gerne auf diese grün-gelben Verpackungen steht und auch auf die jeweiligen Düfte. Das ist Wow Haarexperte L'Oreal Paris Elvital Energie Pflegeshampoo. Und alles, was mit Energie zu tun hat, das ist auch Zitrusduft, steht hier drauf, ist was für ihn. Also ich mag nicht so gerne Zitrusdüfte an mir. Er mag es gerne. Das riecht auch ganz angenehm. Genau, ja, hat ihm gefallen, soll ich sagen. Und dann hat er auch noch, ich glaube, das war in einer Männerbox drin und dann habe ich ihm das gegeben und gesagt, komm, das kannst du doch mal ausprobieren. Hat er auch gemacht. Das ist von Nuvas Heilerde, Hydro Booster, 2-Phasen-Pflege, einmal die Clean Maske und der Hydro Booster. Das ist dieses Sachet hier gewesen, hat er auch probiert und er sagte, dass es ihm ein zu alkoholischer Duft ist und typisch westfälisch, war okay, brauche ich aber nicht nochmal wieder. Ne? Also er hat halt auch nicht wirklich einen Effekt oder sowas gemerkt. Also er fand es jetzt nicht so optimal. So viel dazu. Ja, guck an. Ne? Hat er ordentlich aufgebraucht. Mensch, Mensch, Mensch. Hm. Ja, genau. Da schmatzt sie schon direkt. Dann habe ich jetzt hier ein paar Produkte, die so ein Zwischending sind. Also die ich jetzt nicht klar einkategorisieren kann. Das sind Tools und Sachen halt. Dieses Produkt hatte ich in der Glow Pro Box drin. Kriege ich das wieder zusammengebastelt? Ja, Brush Tube. Genau, da habe ich jetzt sogar 2 Stück von. Finde ich cool. Also ist eine gute Geschichte, wenn man verreist, als Pinselaufbewahrung oder so. Ne? Das ist halt eine richtige beschützende Geschichte. Kann man im DM auch ganz einfach einkaufen. Und du machst da halt deine Pinsel rein. Kannst es als Pinselköcher verwenden. Das ist hier einmal abgebildet. Oder du kannst es halt hochziehen, sodass es dann quasi... Hallo, Fokus? Hallo? Hallo? Nein? Nein. Er will nicht. Es ist ihm einfach gerade zu viel. Okay. Hä? Warum macht er das nicht? Verstehe ich gerade nicht. So, jetzt hat er es. Mensch. Genau, also entweder als Pinselköcher oder du kannst es halt so machen, dass du die Pinsel darin verstaust und dann oben die Pinselköpfe drin hast, wenn man halt verreist. Finde ich ganz cool und wenn man dann quasi im Hotel ist, kann man auch ganz einfach dann das als Pinselständer benutzen. Finde ich gut. Ja, ich bin jetzt nicht so der Verreisemensch, aber es passt jetzt einfach gerade in die Zeit, weil immer mehr Menschen verreisen jetzt natürlich zur Urlaubszeit, ne? Kann ich empfehlen. Das ist ein Produkt, was ich trage. Das trage ich aber nicht nur während meiner Menstruation, sondern halt auch ab und an mal so. Denn normalerweise, und da kommen wir gleich zu, trage ich auch ganz oft oder immer eigentlich Slip-Einlagen, weil ich mich ansonsten unwohl fühle. Und hier haben wir von Selina Care, Dare to Care, Menstruationsunterwäsche. Die gibt es in verschiedenen Größen, Ausführungen und so weiter. Ich habe die Größe M und als Hipster. Die sind relativ hochpreisig. Ich finde sie aber cool. Ne? Also ich kann sie an leichten Tagen oder abends verwenden, wenn ich meine Tage habe und ja, fühle mich da einfach wohl mit. Oder wenn ich halt im Homeoffice bin und die Möglichkeit habe, das Ding auch einfach mal zu wechseln. Weil wenn ich so einen starken Tag habe, dann möchte man das öfters wechseln. Ne? Ich mag das aber ganz gerne. Auch gerne in Kombination mit meiner Menstruationstasse zum Beispiel. Ist es eine ganz gute Sache. Dann habe ich eine Pinselseife leer gemacht, die habe ich mir gekauft. Bei, ich weiß nicht mehr, wie der Shop heißt. Da kriegt man halt super günstig so alte Limited Editions und so weiter. Und das ist die Hello Happiness Brush Cleansing Soap. Das ist die hier. Die fand ich doof.
Nö, die fand ich echt nicht gut. Meine Pinsel hatten danach einen Weißschleier. Die wurden nicht gut gereinigt. Und irgendwie habe ich gemerkt, dass das Produkt relativ alt war. Das war nicht so meins. Mochte ich nicht so gerne. Dann habe ich eine Zahnpasta leer gemacht. Ich habe mehr Zahnpasten leer gemacht, Leute. Glaubt mir. Aber ich habe vergessen, sie hier reinzupacken. Ich habe sie oft einfach weggeschmissen. Das ist meine Lieblingszahnpasta. Elmex Repair and Prevent. Sofortige und anhaltende Linderung. Genau. Die mag ich einfach ganz gerne. Das ist jetzt so eine kleine Probe. Die habe ich, glaube ich, beim Zahnarzt mal dazu bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Mag ich. Die ist toll. Ich habe so ein bisschen freiliegende Zahnhälse. Deswegen ist das Ganze etwas sensibler da drin. Und ja. Dann brauche ich halt auch ein bisschen was Entspannteres. Dann habe ich einen Nagellackentferner leer gemacht von OPI. Beziehungsweise ich habe ihn mir umgefüllt in mein Pöttchen. Ich habe zwei Pöttchen. Ein Pöttchen für meine Finger, die ich so reinmachen kann. Wo ich das Schwämmchen auch immer wieder befülle, damit da wieder was drin ist. So langsam lässt meine Stimme ja auch nach, ne? Nach so vielen Stunden Gequatsche. Und dann habe ich so ein Pumpfi, wo ich oben so ein Wattepad reinmachen kann, wenn ich meine Fußnägel zum Beispiel ablackiere. Der war okay. Ne? Also der hat ganz gut dann performt und meinen Nagellack runtergenommen. Fand ich gut. Würde ich mir den nachkaufen? Nee. Also der von Balea und Co., die tun es auch. Hier habe ich noch was für die Nägel mit drin gehabt. Und zwar, das war im Trended Up Adventskalender, glaube ich, Enriching Nail Wax. Das ist dieses hier. Das ist extrem schnell leer gegangen. Da war echt nicht viel drin. Und ja, das habe ich halt dann immer mit dem Fingernagel ein bisschen rausgekratzt und dann auf die Fußnägel gegeben abends. Ja, also ich fand das von der Pflegewirkung her besser als das von Alverde tatsächlich oder Altera. Aber das ist mir einfach zu schnell leer gegangen, ne? Weil ich relativ viel gebraucht habe, um halt bei meinen ganzen Fußnägeln das halt drauf zu machen. Und das ist so schnell leer gegangen. Bei dem anderen habe ich, ich glaube, gefühlt Monate gebraucht. Und hier 2 Wochen vielleicht, wenn es hochkommt. Naja, dann habe ich hier ein Produkt in der Look Fantastic Beauty Box, glaube ich, drin gehabt. So Echo Gentle Facial Buffer. Das ist dieses Ding. Das ist einfach so ein Pad gewesen. Oder ist es immer noch, habe ich ja in regulärer Anwendung. Ich finde es einfach toll, dass es mittlerweile immer mehr von diesen wiederverwendbaren Wattepads gibt, die man einfach in die Waschmaschine und den Trockner schmeißen kann und sich nicht ständig neue Wattepads kauft. Ne? Irgendwann bringen sie auch noch wiederverwendbares Klopapier raus. Ich hoffe nicht. Das wäre wirklich außerhalb meiner Komfortzone und das würde ich nicht mitmachen. Aber wiederverwendbare Wattepads finde ich vollkommen legitim, verwende ich gerne und kann ich auch echt empfehlen. Dann habe ich noch etwas verwendet aus meiner My Lily Box und zwar Binden mit 100% Bio-Baumwolle, deine Tage, deine Regeln. Die habe ich dann halt abends verwendet, ne? Und wenn es dann halt wirklich ganz extrem war, nehme ich wirklich gerne einfach mal ordentlich fette Binden. Ist normal. Jetzt sind Frauensachen. Was willst du machen? Ich habe mal ein ganzes Video über sowas gedreht. Guckst du. Dann habe ich eine Nagelfeile noch aufgebraucht. Die war in meinem The Body Shop Adventskalender drin. Ja, die ist jetzt einfach abgefeilt. Das ist sehr praktisch, weil die hat halt so verschiedene Lagen. Und dann konnte man immer Lage für Lage abziehen, wenn die Nagelfeile halt, ne, nicht mehr gefeilt hat. Und ja, das ist nachhaltig, weil dann hast du nicht so viel Müll. Finde ich echt klasse. So, es geht voran hier. Dann habe ich jetzt noch ganz viel, was ich eingenommen habe, aber im Prinzip, also einmal habe ich hier Hairskin Nails My Vitamins, da waren 30 Bärchen, glaube ich, drin oder Kapseln, ich weiß nicht. Die waren auch mal irgendwo in der Box mit dabei oder das war eine Gratiszugabe. Ich kaufe mir sowas nicht aktiv selber. Es hilft, diese Produkte machen, dass meine Haare wachsen, alle. Ich muss mich dann wirklich jeden Tag rasieren. Nicht ganz so geil. Also das ist immer die Frage, was willst du, was kriegst du, ne? Deswegen, also solche Produkte sind sehr, sehr, die bringen was, ja. Aber möchte ich, dass dann an meinem ganzen Körper die Haare sprießen wie sonst was? Nein, das ist, ne, immer so ein, man muss halt wissen, was man will. Aber die Teile, die bringen es halt schon. Ich habe super viele Waterdrops aufgebraucht, also Waterdrop und Microdrinks, also hier eine ganze Glossybox voll.
Es ist Sommer. Ich trinke unfassbar viel Wasser. Ich hatte dann auch ab und an mal Freunde da, die das dann auch mal probiert haben. Ich mache das gerne dann immer in so ein Schälchen rein und biete das halt an, dass man das so probieren kann. Und das ist natürlich auch total fancy, ne? Wenn, also damals hat man das gemacht, dass man dann verschiedene Whiskys probiert hat, verschiedene Weine und so. Und jetzt sind wir in einem Alter angekommen, wo man unterschiedliche Wassermöglichkeiten ausprobiert. Das ist sehr witzig. Dann ist natürlich das super coole bei diesem Micro Teas, hier ist das jetzt ein Micro Drink, bei den Micro Teas, da, Drink Hot steht dann nämlich oben drauf, dass wenn man das halt auch in wirklich heißes Wasser reinmacht, dann kommt halt der Drop irgendwann am Ende nach oben, sprudelt da zu Ende aus und wird dann wie so eine Blume. Claudia YouTube oder Claudi YouTube ist mein Code, da kriegst du 5 Euro Rabatt auf den Online-Shop bei Waterdrop, ab 25 Euro Bestellwert, ne? Also wenn du da mal durchprobieren möchtest, gönn dir hart. Ich finde, dass die Produkte vom Preis-Leistungs-Verhältnis her toll sind. Ich habe eben noch mit einer anderen YouTube-Kollegin geschrieben, Grüße gehen an dich raus, liebe Nika. Ich finde einfach, Waterdrop ist eine tolle Alternative, wenn man sich animieren möchte, mehr zu trinken, aber nicht jetzt unfassbar viel Kalorien dann zu sich nehmen möchte, weil du hast bei den normalen Waterdrops 4 Kilokalorien pro Waterdrop und ich gebe mir auch einen Waterdrop in ein Liter Wasser rein. Also es ist für mich wirklich ein Hauch von Geschmack, aber ich habe trotzdem den Geschmack. Für mich persönlich reicht das vollkommen aus und ich trinke dadurch deutlich mehr. Was mir auch beim Trinken deutlich hilft, ist, dass ich dann solche Gefäße habe, wo ich einen Strohhalm dran habe oder dass ich mir einen Strohhalm reinstecke. Ich habe wiederverwendbare Glasstrohhalme oder kauft ihr eine Packung Macaronis, Leute, ne? Wenn ihr es wirklich nachhaltig haben wollt, dann ne, einfach Nudeln nehmen. Warum nicht? Das ist so, sogar super geil, habe ich damals als Kind auch super gerne gemacht. Wenn du dir einen Tee nimmst oder ein heißes Getränk oder eine heiße Milch mit Honig oder so und dann eine Nudel halt reinmachst zum Trinken, wird die Nudel ja auch dann natürlich im Laufe der Zeit weich. Und wenn du dann das Getränk aufgetrunken hast, kannst du die Nudel essen. Das ist ziemlich cool, Leute. Probiert das aus. Ich finde es toll. Und deswegen, ich liebe Waterdrop. Ich mag es so gerne, dass wir die Kooperation zusammen haben. Werde jetzt wieder Nachschub bestellen dürfen und kann euch das mega empfehlen. Meine Lieblingsdrops sind, und die habe ich jetzt aktuell auch in Anwendung, also hier in meinem Getränk. Das ist einmal hier der Love, den habe ich hier auch drin. Da habe ich jetzt wirklich einen Drop in dieses eine Vieh reingemacht. Mega lecker. Granatapfel Goji Beere Shisandra. Mag ich gerne leiden. Dann morgens trinke ich super gerne den Shiro. Der ist ein bisschen teurer, aber ich finde den sehr, sehr geil, weil der ist mit Koffein noch mit dabei. Echt klasse. Kann ich als Zusatz zu meinem Kaffeekonsum nehmen. Weil manchmal ist es so, dass ich so viel Kaffee trinke, dass mir fast schon schlecht davon wird. Und ja, damit kann ich mir mit Koffein aber auch noch nachhelfen. Und was ich auch richtig lecker finde, ist der Boost. Weil der halt so fruchtig-beerig schmeckt. Der ist mit Johannisbeere, Holunderblüte und Acai. Finde ich auch echt empfehlenswert. Die anderen finde ich auch wirklich lecker. Auch die Tees finde ich klasse. Sky ist jetzt zum Beispiel ein Micro Drink, der so ein Limited Edition ist. Finde ich auch sehr, sehr lecker, weil das so mit Ananas ist. Schmeckt auch sehr geil. Aber auch hier so ein, der ist ein bisschen schärfer, Oriental Spice Drink Hot. Das ist, wenn die kalten Tage da sind. Wir hatten ja tatsächlich auch in den letzten 2 Monaten noch ein paar richtig kalte Tage dabei. Habe ich mir einen Tee gemacht, ne? Kann man auch kalt trinken, also ne, dann kalt werden lassen. Ich mag Waterdrop. So. Genug der Werbung, Claudinchen. Jetzt können die Verpackungen weg und das sind ganz schön viele. Ich, ne, also wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel getrunken, weil es halt auch sehr, sehr warm war. Und es ist auch kein Blödsinn, was ich euch erzähle, weil ich das einfach gerne mag, ne? Und es mich animiert, ein gesünderes Leben zu führen. Bam! Jetzt ist die Schachtel aber leer und darf wieder mit neuen Dingen befüllt werden. So, ja, jetzt sind wir schon kurz vor dem Ende, Leute. Ihr seht es ja anhand der Zeitleiste. Wir sind jetzt gleich beim Bereich Haushalt, denn ich gehe zwar arbeiten, ich bin ein sehr viel arbeitender Mensch, also nicht nur mein 40-Stunden-Job, den ich jeden Tag mache, sondern auch YouTube, Haushalt, Garten, keine Ahnung, mein Tag hat irgendwie mehr als 24 Stunden, bin ich auch eine Hausfrau, ein Stück weit, weil ich liebe es manchmal, echt Hausfrauensachen zu machen. Oh. Aber vorher gibt es für mich eine Pizza.
So, Pizza Pollo war lecker und jetzt machen wir noch den Rest vom Schützenfest. Und zwar habe ich noch einen Weichspüler leer gemacht. Das ist von Vernell, ein ganz, ganz toll riechender. 99% naturbasierte Inhaltsstoffe, vegan. Das ist diese Natural-Serie ohne Silikone, ohne Farbstoffe, Pfingstrose und weißer Tee. Ich liebe diesen Duft, also ganz, ganz, ganz großes Kino. Ich versuche natürlich wegzukommen von Weichspülern oder von irgendwelchen Waschprodukten, die irgendwie das Wasser ja auch ein Stück weit mit verunreinigen können. Deswegen habe ich auch meinen Waschball, der jetzt auch wieder ein bisschen vermehrt in Anwendung ist. Aber so ab und an für Bettwäsche und sowas mag ich das doch ganz, 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 ganz gerne tatsächlich. Dann habe ich hier etwas für unsere Luft mitgenommen. Gerade für unser Badezimmer ist das eine ganz gute Geschichte. Das, ja... macht nämlich unansehnliche Düfte etwas schöner. Ja, da haben wir diesen Airwick Gedünsten, der automatisch sprüht. Und da habe ich jetzt hier einmal leer gemacht, Airwick Pure. Das ist ja frische Wäsche, eigentlich unser Lieblingsduft. Ne? Also den mögen wir richtig gerne. Und hier würde ich auch tatsächlich sagen, dass das Unterteil eher Restmüll ist und dass das Oberteil Plastik ist. Ne? Genau so würde ich das einstufen. Dann habe ich noch Slip-Einlagen leer gemacht. Einmal, das ist hier von Nessa Nature, die Slip-Einlagen, die ganz normalen, ne? Finde ich von der Verpackung her ganz schön. Ich filme die aber trotzdem tatsächlich um bei mir zu Hause und ja, ne, finde ich gut. Die fusseln nicht, die halten ganz gut über den Tag. Das Problem bei den Slip-Einlagen ist aber, dass sie, wenn ich mich viel bewege, zum Beispiel wenn ich im Garten bin oder nachts auch manchmal, dass die sich halt verbiegen und dann halt in die Ritze reingehen, da wo sie besser nicht reingehen sollten. Und das fühlt sich dann doch etwas unangenehm an. Aber da habe ich noch nicht die perfekten gefunden, weil entweder rutschen sie mir irgendwo rein oder sie sind mir zu dick. Ne, das ist immer, was man halt so will, aber ich brauche sie halt. Dann habe ich hier noch für, ja, für Tangas oder so, wenn ich halt dunkle Wäsche trage. Das sind die von Yessa Inflexibel. Da hole ich mir auch immer gerne die schwarzen, einfach weil das dann, es sieht irgendwie schöner aus, wenn du diese Flügel umklappst und ja, die Flügel halt schwarz sind und die Unterwäsche halt auch schwarz ist oder so. Ich finde, das ist irgendwie, ne? Ich meine, wer guckt mir unter den Rock? Der Einzige, der sowas sieht, das ist mein Freund oder das bin ich halt. Ich finde es aber schöner, wenn man da nicht unbedingt direkt sieht, dass man halt eine Slip-Anlage anhat. Auch wenn mein Freund das vollkommen in Ordnung findet, respektiert und hast du nicht gesehen. Weil, ne, gehört halt auch irgendwie zur generellen Hygiene dazu. Dann habe ich noch, oder haben wir noch Klopapier aufgebraucht von Sanft und Sicher Nature Pro Climate. Da gibt es ja diese Pro Climate Serie. Das haben wir jetzt leer gemacht. Fanden wir gut. Dann haben wir uns letztens bei Amazon bestellt und jetzt auch tatsächlich schon an manchen Stellen hängen diese Fliegenfänger. Von Inseko sind die, glaube ich, ja. Ich finde die nicht schön. Ich finde die wirklich nicht schön und ich finde es auch sehr unansehnlich, wenn mitten im Raum halt so ein Ding runterhängt. Ich habe versucht, das in irgendwelche Ecken zu hängen, dass man es nicht so unbedingt sieht. Problem ist aber, dass da die Fliegen halt nicht dran fliegen. Die hängen halt wirklich bei uns an der Wohnzimmerlampe oder, keine Ahnung, am Esstisch und so, ne? Und da habe ich das schon irgendwie versucht, dann in die Raumdeko zu integrieren, damit das nicht ganz so furchtbar aussieht. Aber das sind halt irgendwie gefühlt die effektivsten Fliegenfallen, die man so hat. Und dieses Jahr ist halt auch echt ein krasses Fliegenjahr. Das habe ich schon bei vielen gehört. Wir wohnen ja auch sehr ländlich, das heißt, wir haben an zwei Stellen in der Nähe unseres Hauses Wald, was für Sammy total super ist, ne? Zum Spazierengehen für uns, für die Natur, klasse. Aber wir haben dann auch sehr viel mit Ungeziefern und Viechern halt einfach zu tun. Und die Fledermäuse, die draußen die ganzen Ungeziefer fangen, die haben wir halt nicht hier drin. Und dann müssen wir die halt irgendwie anders machen. Wir haben auch so Fliegenklebeviecher. Die sind auch gut, aber die wirken halt vor allem für Fruchtfliegen, ne? Dann habe ich noch ein bisschen für Romantik gesorgt, denn es gab, wie gesagt, ja noch ein paar kühle Tage. Das ist hier einmal diese hier. Ich weiß ehrlich gesagt nicht immer, wo die herkommen. Das sieht also eigentlich aus, als wäre das ganz schön runtergebrannt, ne? Das hat mir auch ganz gut gefallen. Dann habe ich hier noch eins, das ist Glade Romantic Vanilla Blossom. Da hast du halt unten noch so eine kleine Schicht drin, aber ansonsten ist die ganz gut runtergebrannt. Das hat mir gut gefallen. Man muss halt bei Kerzen immer drauf achten, dass die oberste Schicht immer verflüssigt sein muss, bevor man die Kerze auspustet, damit die halt auch ordentlich runterbrennt und nicht nur in der Mitte nur runterbrennt. Das muss man sich so ein bisschen merken und dann brennen Kerzen auch wirklich besser ab. Das habe ich auch gelernt. Das habe ich durch die Kooperation mit Partylight auch gemerkt. Da habe ich nämlich von dem lieben Jan einiges zugeschickt bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und da habe ich das auch, ja, von ihm erklärt bekommen. Von Profissimo, die Traumtänzerin, hatte ich hier im Hintergrund sehr häufig an und das hat mir auch
gut gefallen. Ich finde aber, dass der Duft nicht wirklich wahrnehmbar war. War auch ein sehr, sehr milder Duft. Wohingegen der von Glade bei uns im Wohnzimmer war und den habe ich stark gemerkt. War sehr süß und auch sehr angenehm. Einen Raumduft habe ich auch leer bekommen. Ich glaube, dass man solche Raumdüfte doch theoretisch auch mit Raumspray wieder auffüllen könnte, oder? Und dann muss man das gar nicht wegschmeißen. Das heißt, das würde ich tatsächlich gar nicht wegschmeißen. Ich habe noch den einen oder anderen Raumduft, zum Beispiel aus der Tau Asis Tau Box. Und das fülle ich da einfach rein. Und dann kann ich die Stäbe halt wieder reinstecken, das Ding wieder drauf machen und dann sieht es hübsch aus. Diesen Duft mochte ich sehr gerne. Den hatte ich bei meinem Freund in seinem Hobbyzimmer stehen und die Stäbe riechen auch immer noch danach. Das ist Ritual of Ayurveda, glaube ich, gewesen. Ne? Ja, mega geiler Duft. Dann haben wir noch ein bisschen Allzweckfeuchte leer gemacht. Benutzen wir halt immer mal wieder. Ansonsten, also meistens haben wir halt einen feuchten Lappen irgendwo rumliegen oder so. Habe ich hier ja auch, wenn ich mich schminke und so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal eben kurz irgendwo drüber wische oder irgendwas von Sammy wegmache oder sonst irgendwas, dann benutze ich gerne solche Allzwecktücher. Oder wenn mein Freund bei seinem Modellbau unterwegs ist oder sonst irgendwas. Oder wenn ich im Keller bin und da jetzt nicht unbedingt einen Wasserzugang habe oder sonst irgendwas, habe ich die auch zum Beispiel an einer Waschmaschine liegen. Wenn ich zum Beispiel Sammys Sachen wasche, ist sehr, sehr viel Hundehaare-Kram bei uns in der Waschmaschine drin, gehe ich mit solchen Tüchern rum, um das nochmal so sauber zu kriegen und danach normal waschen zu können. Genau, die fand ich ganz gut. Ob jetzt Domol oder Denk mit, ist eigentlich relativ Pelle, muss ich gestehen. Ameisenköder von Nexalotte hatte ich in meinem Rossmann-Haul euch auch erzählt. Die habe ich draußen verwendet, bei unseren Rosen und bei unseren Himbeeren. Und es hat richtig gut geholfen. Also den Pflanzen geht es so viel besser. Hätte ich nicht mit gerechnet. Habe ich ganz gut in den Griff bekommen damit. Und wenn ich das nächste Mal wieder ein Ameisenproblem habe, dann werde ich mir die auch wiederholen. Was ich sehr interessant finde, also wir haben ein relativ großes Grundstück, ne? Und ich habe halt bemerkt, ich habe auf der einen Seite halt diesen Ameisenköder ausgelegt, damit quasi da die Ameisen weggehen. Eigentlich soll das ja in den Bau gebracht werden, sodass der Bau dann ja auch ein Stück weit nicht mehr vorhanden sein wird. Ich glaube, die sind umgezogen. Und zwar ein paar hundert Meter weiter oder ein paar Meter weiter. Denn da sehe ich jetzt bei uns mitten auf dem Rasen so einen kleinen Ameisenhügel sich am Bilden. Ich glaube, die sind umgezogen. Dann habe ich hier dieses Produkt euch ebenfalls in meinem Rossmann-Haul gezeigt. Und zwar von Lumade, die schmutzabweisende WC-Bürste aus Silikon. War bei der Höhle der Löwen. Das habe ich mir ja aufbewahrt, um euch darüber zu berichten, wie sie so ist. Ich finde sie gut, wirklich gut. Das Einzige ist, man ist gewohnt, mit einer WC-Bürste zu schrubben. Wenn ich meinen Klo halt sauber mache, da hast du halt eher das, dass du drehen musst, weil das ist eine so in sich gedrehte oder so eine gedrehte Form von diesen Silikongeschichten da drin, weil wie willst du es auch anders darstellen, um das halt schmutzabweisend zu haben, diesen Lotus-Effekt oder was auch immer. Und deswegen muss ich mir das halt angewöhnen, dass ich dann die Klobürste eher drehe und nicht so schrubbe, ne? Und dann funktioniert es halt. Muss man aber merken. Das hier war ein kleines Fail-Produkt und zwar von Frosch Home WC frische Spüler. Ja, Limone ohne Bügel. Habe ich mir gekauft, weil ich mir gedacht habe, ist doch total super, weil wir haben ja spülrandlose Klos oder ein spülrandloses Klo. Das ist nicht geeignet für spülrandlose Klos. Deswegen habe ich auch nur eins davon jetzt in Anwendung und zwar bei unserem Gästeklo, denn da ist so ein quasi spülrand. Da habe ich das reingemacht bekommen. Genau. Ja. Aber bei unserem normalen Klo hat es natürlich nicht gehalten, weil es keinen Spülrand hat. Weil das hat halt extra so ein Vieh, das es am Spülrand hält. Ganz dämlich. Ne? Also manchmal, Impulskäufe sind manchmal ziemlich dämlich. Und wenn man denkt, man ist schlau, ist man es vielleicht manchmal nicht unbedingt. Genau. Ach so, so sieht es aus. Genau. Das ist schon sehr praktisch und sehr cool. Ich weiß nicht, warum man dadurch jetzt weniger Plastik oder sonst irgendwas haben soll. Körbchen aus 100% Altplastik und 100% recycelbar. Ja gut, ne? Aber dann hätte man das auch einfach mit so einem, wie man das normalerweise macht, dass es so rum ist. Keine Ahnung. Egal. Aber tut seinen Zweck, erfüllt seinen Zweck und ist ganz gut. Das war positive Überraschung des Jahrtausends, würde ich mal nein. Ne? Aber sehr gut angekommen.
Habe ich im Action gekauft. Das sind diese Fresh Wardrobe Freshener, also quasi für die für den Kleiderschrank. Werde ich mir nachkaufen müssen, denn ich habe ja tatsächlich nur 2x2 geholt, also 4. Wir haben aber 5 Kleiderschränke bei uns allein im Schlafzimmer, also 3 habe ich und 2 hat mein Freund. Und dann haben wir noch für unsere Jacken ein und für unsere Karnevalskostüme, auch ein Schrank, und Abendkleider. Die Abendkleider sind bei den Karnevalskostümen drin, genau. Genau, und da muss ich halt noch ein paar mehr jetzt so nachkaufen, denn mein Freund hatte mir letztens auch gesagt, oh, was habe ich denn für einen schönen Duft bei mir im Kleiderschrank? Hat ihm gefallen. Ich hätte erst gedacht, der findet das blöd, ne? Kannst du halt schön in den Kleiderschrank reinhängen und dann bekommt man direkt, wenn man die Tür so öffnet, einen tollen Duft entgegengebracht. Finde ich schön. Und dann habe ich noch das letzte Produkt hier aus dem Aufgebraucht-Video. Das ist von Cleanie. Das war in der Yoga-Junkies-Box mit drin. Ein Glasreiniger. Der ist nicht so geil, muss ich gestehen. Also das ist so ein Tab und da war auch eine Flasche mit dabei, wo du das einfach reinmachen kannst. Dann füllst du es mit Wasser auf. Gibt auch sowas von Denk mit. Das finde ich tatsächlich, ich sage sehr oft tatsächlich, ne? kannst du auch eigentlich in eine ganz normale Sprühflasche mit reinmachen, ne? Wenn du, keine Ahnung, habe ich jetzt hier keine, aber du hast so einen, keine Ahnung, Glasreiniger oder so, den du sowieso schon leer gemacht hast, dann kannst du dir einfach diese kleinen Dinger nachkaufen und das damit immer wieder auffüllen, bis der Sprühkopf halt irgendwann nicht mehr ist. Und ja, das macht Schlieren. Das finde ich nicht so gut. Ja, schade. Ich hätte gehofft, dass es gut funktioniert. Die von Denk mit finde ich besser. Ja, die sind funktionaler, aber das hier war nicht so meine Welt. So, ich schaue mich um und sehe Müllberge über Müllberge, aber endlich habe ich über meinen Müll gesprochen und euch meine Reviews dazu gegeben und ich hoffe, dass ihr auch bis zum Ende durchgehalten habt, denn das ist doch ein etwas längeres Video geworden mit ein paar Unterbrechungen. Ihr Lieben, lasst mich gerne wissen, was ihr besonders cool fandet oder keine Ahnung, was ich auf jeden Fall mal ausprobieren soll oder so, ob ihr vielleicht für meine Probleme, die ich auch im Video genannt habe, irgendwelche Tipps und Lösungen habt oder so, da können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen, aber bitte konstruktiv, ich weiß, es ist viel Müll, ne? Aber Leute, bewahrt einfach mal für 1-2 Monate euren eigenen Müll auf, dann seht ihr auch, wie viel dabei tatsächlich rumkommt. Das ist ganz schön viel. Ich war damals auch erschrocken, als ich das erste Mal gemacht habe. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht- und Plattgemacht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!